Sommer in Illinois. Im Juni wird die 22-jährige Carla Brown im Keller ihres Hauses ermordet aufgefunden. Es scheint so, als ob der Mörder ein perfektes Verbrechen verübt hat. Denn die Polizei kann fast keine Anhaltspunkte finden. Erst Jahre später entdecken die Gerichtsmediziner etwas auf einem Foto vom Tatort, das vorher übersehen wurde. Der Mörder hat einen eindeutigen Hinweis hinterlassen. Die 22-jährige Carla Brown hat erst kürzlich gemeinsam mit ihrem Verlobten Mark Hart ein Haus in Wood River, Illinois, gekauft. Freunde und die Familie betrachten das als den Beginn einer neuen Phase in ihrer Beziehung, denn in der Vergangenheit haben sie ziemliche Probleme gehabt. Carla Brown war ein hübsches junges Mädchen und später eine schöne junge Frau. In ihrer Heimatstadt Wood River mochte sie jeder, die Mädchen und auch die Jungs. Sie war in der Oberstufe Cheerleader und hatte verschiedene Kurse an der Universität besucht. Man merkte sofort, dass sie etwas Besonderes war. Am 21. Juni nimmt Carla Brown einen Tag Urlaub, um ihre Sachen auszupacken. Sie telefoniert mit einer ihrer Freundinnen. Nach ein paar Minuten haben sie vereinbart, sich zum Abendessen zu treffen. Carla unterbrach das Gespräch und sagte: Hör zu, ich rufe dich gleich zurück, da ist jemand an der Tür. Und das war das Letzte, was ihre Freundin von ihr hörte. Gegen 17.30 Uhr kommt Carlas Verlobter von der Arbeit zurück, gemeinsam mit einem Freund. Als sie in den Keller gehen, sehen sie ein schreckliches Bild. Carla hängt kopfüber in einem Wassereimer. Man hatte ihr offensichtlich ins Gesicht geschlagen. Sie hatte eine große Wunde auf ihrer Stirn und eine auf dem Kinn. Sie war gefesselt, ihr Kopf hing in einem großen Wassereimer. Als ihr Freund nach Hause kam, musste er sie dort rausholen. Sie befand sich bereits im Stadium der Leichenstarre. Das machte den Tatort noch schrecklicher. Ihre Hände waren auf dem Rücken zusammengebunden. Es gab Hinweise auf einen Kampf um Leben und Tod. Und wir hatten den dringenden Verdacht, dass sie vergewaltigt wurde. Aber einige Dinge verwirren die Ermittler. Um ihren Hals sind zwei Männerstrümpfe gebunden. Außergewöhnlich ordentlich arrangiert für eine Situation, in der es um Leben und Tod ging. Und das Stromkabel, mit dem ihre Hände zusammengebunden sind, ist zu locker, als dass sie sich nicht hätte wehren können. Die Schnur hinter ihrem Rücken war so lose, dass ihre Hände eigentlich so gut wie frei waren. Es scheint so, als ob die Schnur lang genug gewesen war, dass sie den Angreifer genauso gut zu fassen bekommen konnte. Sie trägt einen Pullover, den sie nach Angabe ihres Verlobten sonst nie im Sommer trägt. Und die Tatsache, dass der oberste Knopf zugeknöpft ist, passt auch nicht zu dem erbitterten Kampf, der offensichtlich stattgefunden hat. Die Strümpfe um Carlas Hals gehören ihrem Verlobten. Das Gegenstück des einen Strumpfes findet man im Kleiderschrank, das des anderen unter dem Sofa im Nebenzimmer. Unter dem Sofa finden die Ermittler auch eine mit Blut gefärbte Wasserlache. Die Sofakissen sind nass und neben dem Sofa erkennt man Bluttropfen auf dem Boden. Darüber, zwischen den Trägern der Decke, klemmt eine Kaffeekanne. Für die Beamten der Mordkommission sah es so aus, als ob der Täter mit der Kanne das Blut aus den Sofakissen spülen wollte. Folglich ereignete sich der eigentliche Angriff neben und auf dem Sofa. Der Körper wurde erst später in den Nebenraum gebracht und dort neben den Wassereimer gelegt. Aus dem inszenierten Tatort schließen die Untersuchungsbeamten, dass der Täter sich nach dem Mord noch eine Weile im Haus aufgehalten hat. Es gibt keine Hinweise auf einen gewaltsamen Einbruch, aber man findet Blut an der Hintertür, vermutlich der Fluchtweg des Mörders. Aber wer wusste, dass Carla Brown an diesem Tag zu Hause und auch noch allein war? Und wer konnte so viel Zeit in dem Haus verbringen, den Tatort im Nachhinein zu inszenieren und das Sofa zu reinigen?
Zu Beginn ihrer Untersuchung nimmt die Polizei Carla Browns Verlobten streng unter die Lupe. Der Verlobte wurde von Anfang an verdächtigt. Es gibt einen Spruch bei der Polizei: Bevor du nach Verbrechern suchst, such lieber bei den Verwandten. Aber Mark Hart hat ein Alibi. Am Tag des Mordes ist er zur Arbeit gewesen und in der Mittagspause mit Freunden zusammen. Die Polizei befragt auch zwei Nachbarn, die den Einzug von Carla und ihrem Verlobten mitbekommen haben. Der eine erkannte Carla als frühere Mitschülerin, was sie nicht besonders zu erfreuen schien. Carla Brown. I'm John Pranty. We went to school together. Remember me? Hi, how are you? Beide Männer haben ein Alibi für den Tag des Verbrechens und beide machen freiwillig einen Lügendetektortest, den sie auch bestehen. Obwohl der Tatort inszeniert wurde, hat der Mörder nur sehr wenige Anhaltspunkte hinterlassen. Am Abend vor dem Mord haben Carla und ihr Verlobter eine Einzugsparty gefeiert. Im Haus wimmelt es also von Haaren und Fingerabdrücken. Aber die Untersuchungen führen nicht weiter. Wir hatten es mit einem Täter zu tun, der viel Glück hatte. Man kann keinen perfekten Mord planen, man muss einen perfekten Mord begehen, um ungeschoren davonzukommen. Man braucht Glück und muss Beweise vermeiden. Und genau das hat diese Person offensichtlich getan. Ohne weitere Anhaltspunkte wendet sich die Polizei an das FBI. Sie bittet den Verhaltensforscher John Douglas, ein psychologisches Profil des Mörders zu erstellen. Ein psychologisches Profil wird mit Hilfe wissenschaftlicher Erkenntnisse und Intuition erstellt. Die Informationen dazu erhält man von Kriminellen, die ähnliche Verbrechen verübt haben. Douglas prüft die Fotos des Tatorts und macht einige neue Beobachtungen. Wir schlüsseln Verbrechen nach ihrer Organisiertheit und Desorganisiertheit auf. Mit desorganisiert meinen wir extreme Nachlässigkeit und Unachtsamkeit des Täters. So einer begeht eher ein impulsives Verbrechen. Mit Organisiertheit meinen wir ein hohes Maß an Raffinesse des Täters. Das gleiche Muster bescheinigt der Kriminalist Stefan Harbort. Auch der Experte für die Psyche von Gewalttätern liest den Tatort mit anderen Augen und zieht Rückschlüsse auf die Tat und auf den Täter. Haben wir es mit einem Tatort zu tun, wo eine tatsächlich sichtbare In- und Abführung Unordnung herrscht, also letztendlich sich chaotisch darstellt, könnte man beispielsweise mutmaßen, dass es sich um einen Täter handelt, der hier seine erste Tat verübt hat, weil eben entsprechende Routine fehlte. Da der Täter so viel Zeit im Haus verbrachte, vermutet man, dass er sein Opfer und dessen Routine kannte und vielleicht sogar in der Nähe lebt. Der Verhaltensforscher John Douglas geht noch weiter. Der Mörder sei ein weißer, unverheirateter Mann, Mitte bis Ende 20. Er habe die Highschool absolviert und sein Äußeres sei sehr unordentlich. Die Tatsache, dass der Mörder ein Kabel benutzte, um sein Opfer zu fesseln, deute laut Douglas darauf hin, dass er entweder Werkunterricht oder eine handwerkliche Berufsausbildung hat. Douglas erzählt den Ermittlern auch, dass sie den Mörder vielleicht sogar schon befragt haben. Er sei möglicherweise in der Lage, einen Lügendetektortest zu bestehen. Und dann wurde es irgendwie gespenstisch. Ich habe dort gesessen und konnte einfach nicht glauben, was er sagte. Er fing an zu erzählen, wie diese Person auf verschiedene Situationen reagieren würde und auch, was für ein Auto er fuhr. Er sagte einen Volkswagen. Er fuhr also mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Volkswagen, der entweder rot oder orange war. Es gab Hinweise darauf, dass der Mörder das Haus zunächst ungereinigt verlassen hat. An der Hintertüre befand sich nämlich noch Blut, am Zaunpfosten hinter dem Hof ebenfalls. Daher wusste John, dass der Mörder zunächst nichts gereinigt hat, sondern blutverschmiert rausgegangen war. Das würde nur jemand tun, der vorhatte, später alles zu reinigen. Deshalb konzentrieren sich die Untersuchungsbeamten noch einmal auf die zwei Männer von nebenan, die Carla Brown und ihren Verlobten beim Einzug beobachtet haben. Aber die Ermittler brauchen mehr als nur ein psychologisches Profil. Sie brauchen handfeste Beweise.
Zwei Jahre später. Noch immer gibt es keine konkreten Anhaltspunkte im Mordfall der 22-jährigen Carla Brown. Der Tatort sah nach einem Sexualverbrechen aus. Doch das war laut Autopsie ausgeschlossen. Es gibt Täter, die versuchen durch die sogenannte Inszenierung eines Tatortes ein anderes Szenario, einen anderen Hintergrund zu suggerieren. Beispielsweise wird ein klassischer Raubmord dargestellt als Sexualmord oder ein Beziehungsdelikt als eine Tat, die durch einen Fremden begangen wird. Der Fall Carla Brown lässt den Kriminologen Alvar Busch nicht los. Er hat weitere Fragen. Woher kommen zum Beispiel die Wunden in Carlas Gesicht und auf ihrem Kinn? Dann kommt die erste entscheidende Wende in diesem Fall. Alvar Busch besucht ein Seminar über Bildvergrößerungen. Dr. Homer Campbell leitet dieses Seminar. Er arbeitet als medizinischer Untersuchungsbeamter für den Staat New Mexico. In dem Seminar erklärt Dr. Campbell eine Technik, mit der sich Fotografien oder auch Computerbilder vergrößern und qualitativ aufwerten lassen. So kann man Einzelheiten erkennen, die man sonst nicht sieht. Diese Technik wird seit Jahren schon angewandt, um Materialien auf ihre Unschädlichkeit hinzutesten. Und Archäologen versuchen so zum Beispiel antike Ruinen auf Luftaufnahmen zu entdecken. Nach dem Seminar erzählt Busch Dr. Campbell von dem Mordfall Carla Brown. Ich sagte, Doktor, ich habe einen Fall für Sie. Und ich erzählte ihm von dem Carla Brown-Fall und dass wir nicht herausfinden konnten, wie die Verletzungen in ihrem Gesicht entstanden sind. Ich bat ihn, mir die Bilder der Verstorbenen und den Autopsiebericht zu schicken. Auf dem Bildvergrößerungsgerät sieht sich Dr. Campbell die Bilder des Tatorts genau an. Dieses System verbessert nicht nur den Kontrast von Bildern, sondern kann auch eine dreidimensionale Sicht erzeugen, indem man dem Bild mehr Tiefe verleiht. Als Dr. Campbell fertig ist, weiß er, womit die Verletzungen in Carla Browns Gesicht verursacht wurden. Er sagte, dass sie vielleicht mit dem Fernsehtisch geschlagen wurde. Dieser Tisch lag nämlich auf dem Boden und war nur einen Meter von dem Sofa entfernt, wo wir auch die Blutspuren fanden. Ich hatte das nicht bemerkt. Der Tisch liegt noch zwei Jahre nach dem Mord, unberührt, in der Asservatenkammer der Polizei. Mit sehr viel Glück findet Dr. Campbell unter dem Mikroskop Blutspuren und Haare auf dem Tablett. Doch dann findet er etwas, das alle anderen bisher übersehen haben. Und jetzt wissen die Ermittler, dass sie es nicht mit einem perfekten Mord zu tun haben. Der Mörder hat seine Unterschrift hinterlassen. Untersuchungen im Mordfall Carla Brown nehmen eine überraschende Wende. Mit Hilfe eines Bildverbesserungsgerätes findet Dr. Homer Campbell einen entscheidenden Hinweis. Er sagte, was ist mit den Bissabdrücken? Ich fragte, welche Bissabdrücke? Was meinen Sie? Als wir das Bild betrachteten und dann vergrößerten, erkannten wir eindeutig eine Bissverletzung auf der Schulter. Und an der Verletzung konnten wir sogar alle Zähne einzeln erkennen. Diesen Beweis würde ich sofort gegen fünf Augenzeugenberichte tauschen. Augenzeugen machen Fehler, aber Biss- und Fingerabdrücke nicht. Denn wenn die Bissspuren sorgfältig dokumentiert werden, liefern die einem den Täter genauso sicher wie Fingerabdrücke. Der Mörder hat einen untrüglichen Hinweis hinterlassen. Die Ermittler brauchen jetzt nur noch einen Verdächtigen. Zwei Jahre nach dem grausamen Mord wendet sich die Polizei nochmals den beiden Nachbarn von Carla Brown zu. Beide entsprechen dem FBI-Verhaltensprofil des Mörders. Daraufhin überprüft die Polizei nochmals ihre Alibis. Zwar haben beide den Lügendetektortest bestanden, doch die Polizei erhält einen Hinweis.
John Pranty hat einem Freund erzählt, dass er ihren Körper gesehen hat. Er habe den Polizisten über die Schulter geschaut. Er beschrieb die Lage ihres Körpers und erwähnte dabei sogar Bissspuren auf ihrem Hals und ihrem Schlüsselbein. Als Carla Browns Körper gefunden wurde, war aber nur die Polizei im Haus. Das ließ die Polizei erstarren, denn absolut niemand wusste damals, dass auf Carla Browns Körper Bissspuren waren. Weder die Polizei noch die Pathologen oder die Staatsanwälte. Niemand, außer dem Mörder. Das war ein Schock für uns, denn niemand hätte das wissen können, außer dem, der selbst die Bissspuren verursacht hat. Genauso wenig konnte jemand wissen, wie die Tote dalag. Nur wenn man entweder bei der Durchsuchung dabei gewesen war oder wenn man selbst den Körper dorthin gelegt hatte. Die Polizei hat keine Informationen darüber an die Öffentlichkeit oder die Medien weitergegeben. Da die Bissspuren schon bei der ersten Autopsie übersehen wurden, wollen die Ermittler diesmal ganz sicher gehen, bei einer zweiten Autopsie. Nach 2 Jahren wird Carla Browns Körper exhumiert. Diesmal wird die Autopsie von Dr. Mary Case durchgeführt, der leitenden medizinischen Untersuchungsbeamtin von St. Louis. In der ersten Autopsie wurde nur festgestellt, dass sie erwürgt wurde. Aus irgendwelchen Gründen wurde nur der Körper untersucht, nicht aber der Kopf. Also öffnete ich die Schädelhöhlung und sah Quetschungen auf der Kopfhaut. Jemand hatte sie am Kopf verletzt. Und es stellt sich die Frage, ob dieser Schlag Bewusstlosigkeit verursacht oder nicht. Dr. Case vermutet, dass Carla Brown vielleicht noch lebte, als sie mit dem Kopf in die Tonne gedrückt wurde. Denn als man sie fand, entdeckte man Schaum um ihren Mund herum. Und eben weil sie im Wasser war mit dem Schaum um ihren Mund, denke ich, dass sie letztendlich ertränkt wurde, auch wenn sie zuerst gewürgt worden war. Sie hat vermutlich aber doch noch geatmet und ertrank schließlich. Während der Autopsie werden weitere Bilder von den verdächtigen Bisswunden aufgenommen. Man schickt sie in das Gerichtsmedizinische Institut der New Yorker Polizei. Dort werden sie unabhängig bewertet, denn man will sichergehen, dass die Verletzung auf Carla Browns Hals tatsächlich eine Bisswunde ist. Meiner Meinung nach hatte das Muster der Verletzung auf Carla Browns Hals alle Eigenschaften einer Bisswunde. Daraufhin schicken die Ermittler Dr. Levine 3 Gussabdrücke von verschiedenen Gebissen. Dr. Levine soll sie mit der Bisswunde vergleichen. Er weiß aber nicht, von wem die Abdrücke stammen. Zunächst stellt er Wachsabdrücke von den Modellen her. Dann vergleicht er die Abdrücke. Die ersten beiden stimmen nicht mit der Bisswunde überein. Ich nahm also das dritte Modell und prüfte, welche unverwechselbaren Spuren diese Zähne hinterlassen würden. Und diese Spuren verglich ich mit denen auf dem Foto mit Carla Browns Hals. Ich kam zu dem Ergebnis, dass nur das eine Gebiss solche Bissspuren erzeugt haben konnte. Er hat die Zähne vermessen, dann schaute er wieder auf die Fotos. Er drehte sie in alle Richtungen. Und am Ende legte er die Zahnabdrücke auf den Tisch, zeigte auf einen und sagte, das ist euer Mann. Der Abdruck stammt von John Pranty. John Pranty entspricht in verblüffender Weise dem psychologischen Profil, das der Verhaltensforscher John Douglas aufgestellt hat. Er ist Ende 20 und hat in seiner Vergangenheit viele komplizierte Beziehungen mit Frauen. Er besucht die Kunstgewerbeschule und hat ein ungepflegtes äußeres Erscheinungsbild. Pranty verbringt viel Zeit in der Gegend, da er oft seinen Freund besucht, der im Nachbarhaus von Carla Brown wohnt. Und genauso wie Douglas vermutet, hat Pranty schon früher einen Lügendetektortest bestanden. Schließlich die Voraussage, dass Pranty einen roten Volkswagen fährt. Ein außergewöhnlich scharfes Täterprofil. Es besteht kein Zweifel daran, dass John Pranty Carla Brown ermordet hat. Unklar ist nur, ob er ein- oder zweimal in das Haus ging und was sein Freund von nebenan wusste. Aber dass er sie getötet hat, daran besteht kein Zweifel.
Die Staatsanwaltschaft nimmt an, dass John Prenti zu Carla Brown hinüberging, nachdem er sich vergewissert hatte, dass ihr Verlobter zur Arbeit gegangen war. Maybe we can have you over for dinner. Carla ist am Telefon, als es klingelt. Hello? Wait a second, I just heard something at the door. Let me call you back. John Prenti steht in der Tür. Doch Carla will ihn nicht reinlassen. Sie weist seine Annäherungsversuche zurück und es kommt zum Kampf. I want you to leave now. Er zwingt sie in den Keller und schlägt sie mit dem Tablett. Dann beißt er in ihre Schulter und erwürgt sie. Prenti inszeniert den Tatort so, dass es nach sexueller Misshandlung aussieht. Aber als er ihre Kleidung wechselt, macht er einen Fehler. Er knöpft den obersten Knopf ihres Pullovers zu. Der erste Hinweis, dass die Szene inszeniert ist. Das sind Dinge, die dann natürlich in der Hektik des Geschehens nicht sauber durchdacht sind und dann insofern Lücken entstehen oder Dinge passieren, die dann erklärt werden müssen, die also jeden erfahrenen Fallanalytiker stutzig machen. Was ist denn hier eigentlich passiert? Und dass man dann zu dem Schluss kommt, hier hat jemand versucht, uns in die Irre zu führen. Dann bindet er ihre Hände mit einem Kabel zusammen und wickelt die Strümpfe um ihren Hals. Schließlich drückt er ihren Kopf unter Wasser, während sie wahrscheinlich nur bewusstlos ist und noch lebt. Prenti versucht, die Blutflecken auf dem Sofa zu entfernen. Die Kanne versteckt er dann unter dem Holzträger der Decke. Die Kleidungsstücke, die Carla an diesem Tag getragen hat, werden nie gefunden. Vermutlich hat Prenti sie als eine Art Trophäe mitgenommen. John Prenti wird wegen Mordes verurteilt, zu 75 Jahren Haft. Der Fall Carla Brown kann nach 5 langen Jahren endlich abgeschlossen werden. He got caught because Er wurde gefasst, weil die Untersuchungstechniken ihn geschlagen haben. Zunächst hatte er Glück und war davongekommen. Aber die Ermittlungsmethoden waren sein Unglück. Carlas Familie war so sehr beeindruckt von dem Bissspurenbeweis, dass sie Don Weber ein Plakat schenkten, als Zeichen ihrer Wertschätzung. Darauf stand ein Spruch von Don selbst: Du kannst durch deine Zähne lügen, aber deine Zähne lügen nicht. Und am Rand ist ein Muster von Rechtecken und Dreiecken, das Muster der Bissabdrücke von John Prenti. Wo normale Ermittlungsmethoden versagen, da hilft die Wissenschaft. Im nächsten Fall sind selbst die Wissenschaftler auf großes Glück angewiesen. Eine Prostituierte meldet der Polizei, dass Drogendealer jemanden in ihrem Keller ermordet haben. Aber die Polizei kann keinen Hinweis auf ein Verbrechen finden. Der einzige Anhaltspunkt ist ein ausgespuckter Kaugummi. Nun hoffen die Wissenschaftler, dass der Kaugummi ihnen bei der Lösung des Geheimnisses helfen wird. Von New York City aus führt die Interstate 78 direkt nach Easton in Pennsylvania. Bei Tag stellt Easton seine malerische Innenstadt und koloniale Architektur zur Schau. Doch nachts patrouillieren die Drogenhändler in den Straßen, denn hier können sie mehr Geld verdienen als in New York City. Und mit dem Drogenhandel ist auch die Gewalt gestiegen. Am 5. August 1996 rennt die Prostituierte Kathy Sagasti zu ihren Nachbarn und sagt, dass zwei Drogenhändler sie mit einem Messer am Arm verletzt haben. Kathy Sagasti, wir kannten Kathy Sagasti wegen Prostitution und einer Kreditkartenangelegenheit. Sie war im Grunde Crack- und Kokainabhängig. Um ihre Abhängigkeit zu finanzieren, prostituierte sie sich und beging kleinere Verbrechen. Kathy Sagasti identifiziert den 19-jährigen Corey Mayweather und den 20-jährigen Kwame Henry als ihre Angreifer.
Sie berichtet der Polizei, dass sie gemeinsam Drogen genommen haben. Nach einer Auseinandersetzung verpassten sie ihr einen Messerstich. Während der Befragung erzählt Sagasti der Polizei zögernd eine weitere Geschichte. Ein Vorfall, der sich nur eine Woche zuvor bei ihr zu Hause ereignet habe. Sie erzählt, dass die beiden Drogenhändler und ein weiterer Mann namens Stanley Obis mit einem 19-jährigen Mädchen bei ihr auftauchten. Mataron Smith. Sie ist ein Drogenkurier. Und die Männer verdächtigen sie, Kokain im Werte von $2,000 gestohlen zu haben. Zwei der Männer brachten Mataron Smith in den Keller. Von der Küche aus hörte Sagasti sie weinen. Kathy Sagasti gibt zu, dass sie unter Drogen stand und nicht richtig mitbekommen hat, was geschah. Aber sie glaubt, dass Mataron Smith ermordet wurde. Später habe sie gesehen, wie die drei Männer eine große Kiste aus ihrem Keller hinausgetragen haben. Sie erzählte von einem Kampf im Keller. Sie hörte das Mädchen schreien und weinen. Dann war Stille. Danach hat sie das Mädchen nie wieder gesehen. Wir haben uns durch das ganze Viertel durchgefragt und schließlich fanden wir jemanden. Ein paar Sekretärinnen hatten durchs Fenster drei schwarze Männer beobachtet, die eine große, offensichtlich schwere Kiste trugen. Aber die Polizei ist misstrauisch. Aus mehreren Gründen. Erstens kann sie in Kathy Sagastis Keller kein Blut und nicht den kleinsten anderen Hinweis auf ein Verbrechen finden. Und zweitens gibt es in keinem Einwohnermeldeamt einen Eintrag über eine 19-jährige Mataron Smith. Als die Polizei Corey Mayweather festnimmt, weil er auf Kathy Sagasti eingestochen hat, leugnet er, Mataron Smith zu kennen. Ohne eine Tote noch irgendeinen anderen Beweis bleiben der Polizei nur die Verdächtigungen einer Drogenabhängigen. Seit Kathy Sagastis Aussage sind 2 Wochen vergangen. Da bemerkt ein Arbeiter einen merkwürdigen Geruch auf einem nahegelegenen Friedhof. Der Geruch kommt aus einem alten Grabgewölbe. Früher wurden die Toten während der Wintermonate in Gewölben aufbewahrt, wenn der Boden zu hart war, um Gräber auszuheben. Aber dieses wurde schon lange nicht mehr benutzt. Der Mann macht eine grausame Entdeckung. Er findet den halb verwesten Körper einer schwarzen Frau. Der Leichenbeschauer Zachary Lysak war vor Ort. In dem Gewölbe war es sehr kühl und feucht. Es hatte sich ein ekelhafter Verwesungsgeruch ausgebreitet. Tausende von Fliegen flogen herum und Maden krochen über den Boden und den Körper. Die Zeitung, die sie bedeckt, ist mehrere Wochen alt. Sie hilft der Polizei aber nicht, die genaue Todeszeit festzustellen. Das Grabgewölbe war von außen verriegelt. Das beantwortete zumindest einige wichtige Fragen zur möglichen Todesursache. Sie konnte sich nicht selbst dort eingeschlossen haben, denn das Gewölbe war ja von außen verschlossen. Wir wussten also, dass jemand anderes sie dort eingeschlossen haben musste. Jemand hatte ihren Körper in das Gewölbe hineingelegt. Nichts wies auf eine natürliche Todesursache hin und nichts auf einen Selbstmord. Die Todesart wies auf ein Verbrechen hin. Sie starb mit Sicherheit nicht durch einen Unfall oder aus natürlichen Gründen. Es war Mord. Aber wir konnten nicht mehr feststellen, ob sie zum Beispiel erwürgt oder erstochen worden war, denn die Maden hatten die Halsgegend stark angefressen. Und es gab keine weiteren Anhaltspunkte. Wir wussten also nicht, ob sie erwürgt wurde. Die Polizei nimmt an, dass es der Körper von Mataron Smith ist, der 19-jährigen Drogenkurierin. Aber gerichtsmedizinische Tests widerlegen sogleich diese Annahme. Das Opfer ist nämlich viel jünger als 19 Jahre. Zahnanalysen sind die sicherste Methode, das Alter von Gewaltopfern zu bestimmen. Dr. Klaus Grundmann ist forensischer Odontologe. Als BKA-Sachverständiger beschäftigt er sich seit Jahren mit der Identifizierung von Leichen anhand des Gebisses.
Bei Kindern bis 12 Jahren sind häufig Milchzähne nachweisbar. Ob es sich um einen jungen Erwachsenen oder einen älteren Erwachsenen handelt, können wir häufig an der Beschaffenheit des Zahnbettes feststellen, ob dort Erkrankungen vorliegen oder nicht. Gleichzeitig sagt auch die Helligkeit eines Zahnes etwas über das Lebensalter aus. Die Zahnanalyse ergibt, dass das Opfer gerade in den Anfängen seiner Pubertät war. Die Identität der Toten bleibt zunächst aber ein Rätsel. Die Ermittler konzentrieren sich deshalb auf den Todeszeitpunkt. Der einzige Beweis, den sie haben, sind die Insekten auf dem Totenkörper. Dr. Mark Benecke ist einer der wenigen forensischen Entomologen weltweit. Als Biologe liest er einen Tatort anders als die Ermittler der Mordkommission. Sein Spezialgebiet sind Insekten. Denn häufig finden die eine Leiche lange vor der Polizei. Unter Optimalbedingungen, wenn es also weder stürmt noch schneit und auch alle Fenster in Wohnungen offen sind oder man im Freien den Tieren frei zugänglich ist, kann in Ausnahmefällen die Besiedlung zumindest mit Eiern, mit Schmeißfliegeneiern, schon relativ früh beginnen, zum Teil sogar schon nach Minuten. Es hängt aber total von den Umweltbedingungen ab, es kann auch Stunden oder auch Tage dauern. Die Formia regina ist bekannt als schwarze Schmeißfliege. Sie kommt gewöhnlich während des Sommers in ländlichen Gebieten vor. Larven der Schmeißfliege findet man auf der Leiche. Da die Umweltbedingungen wichtige Faktoren sind, erkundigt man sich nach dem Wetter der letzten Monate. Denn mit diesen Angaben lassen sich exakte Berechnungen anstellen. Die Wachstumsrate dieser Tiere ist gut bekannt, wenn man die Umweltbedingungen kennt, vor allen Dingen die Temperatur und die Luftfeuchte. Man kann diese kleinen Tiere also als eine Art Uhr benutzen, wie lange die Leiche schon besiedelt wurde. Als einfaches Beispiel, je größer die Made ist, umso länger hat sie auf der Leiche gefressen, umso länger muss die Leiche auch am Fundort gelegen haben. Die Larven befinden sich im dritten Entwicklungsstadium. Daraus ergibt sich, dass das Opfer zwischen dem 27. und dem 28. Juli in das Grab gelegt wurde. Nach Kathy Sagastis Vermutung hat sich auch exakt zu dieser Zeit der Mord in ihrem Keller ereignet. Aber wenn das Opfer nicht Matteron Smith ist, wer ist es dann? Als die Polizei den halb verwesten Körper eines Mädchens in einem Grabgewölbe entdeckt, gibt es genau einen Hinweis auf seine Identität. Eine Zahnuntersuchung ergibt, dass das Opfer erst 13 Jahre alt ist. Die Polizei führt daraufhin eine landesweite Computersuche durch. Bei der Fahndung nach der Identität der Leiche findet der Computer unter anderem den Namen Rikessa Williams. Rikessa Williams kommt aus einer Familie aus der Mittelschicht von Long Island. Sie ist von zu Hause weggelaufen. Ihre Eltern haben sie vor einigen Wochen vermisst gemeldet. Um ihre Identität zu klären, vergleicht man Röntgenbilder ihrer Zähne mit denen des Opfers. Es war eine schwierige Untersuchung, doch zum Glück hatte Rikessa kleine Kratzer auf ihren oberen Vorderzähnen. Und als wir die Tote untersuchten, bemerkten wir dieselben Kratzer. Somit war unsere Schlussfolgerung, dass die Tote mit hoher Wahrscheinlichkeit Rikessa Williams war. Als die Polizei Kathy Sagasti das Foto von Rikessa Williams zeigt, bestätigt sie, dass sie dieses Mädchen für die 19-jährige Matteron Smith hielt. Nachdem sie von zu Hause weggelaufen war, hat Rikessa Williams ihr Alter und ihre Identität geändert. Die Grundschule hatte sie beendet, doch dann ging sie nur noch unregelmäßig zur Schule. Nach dem Tod ihres Vaters fängt Rikessa an zu rebellieren und wird zu einem Problemfall. Statt zur Schule zu gehen, gerät sie in die Drogenszene und dient als Kurier zwischen New York und Pennsylvania. Dort lernt sie Corey Mayweather, Kwame Henry und Stanley Obis kennen. Kathy Sagasti sagt aus, dass Mayweather und Henry Rikessa beschuldigten, Kokain gestohlen zu haben. Stanley Obis hielt sie ihrer Schilderung nach davon ab, in den Keller runterzusteigen. Während der folgenden Stunden nimmt Mayweather mehrere Gegenstände aus der Küche, bevor er wieder im Keller verschwindet.
Von dem eigentlichen Mord hat Kathy Sagasti nichts gesehen, denn zu diesem Zeitpunkt steht sie unter Drogen. Corey Mayweather ist in Haft, weil er Kathy Sagasti mit einem Messer verletzt hat. Doch er leugnet, am Mord beteiligt gewesen zu sein. Miss Sagasti konnte uns nicht erzählen, was da unten geschehen war. Aber sie hörte die Stimme von Rikesa. Sie hörte, wie jemand geschlagen wurde und wie dieses junge Mädchen darum bat, damit aufzuhören, was auch immer sie da unten taten. Und irgendwann war es ruhig. Teile von Sagastis Geschichte werden nach der Durchsuchung ihres Hauses bestätigt. Mehrere Küchenutensilien werden nach menschlichen Enzymen untersucht. Die Ergebnisse sind positiv, was zu der Annahme führt, dass sie als Folterinstrumente benutzt wurden. Im Keller werden auch Haare gefunden. Sie stammen von Rikesa Williams. Dieser Fall war von Anfang an ein Indizienbeweisfall. Obwohl uns Kathy Sagasti sagen konnte, dass sie diese drei Männer kannte und Rikesa Williams Ende Juli bei sich zu Hause gesehen hatte. Aber keiner konnte sagen, was sich in dem Keller abgespielt hatte. Die Polizei hat Vermutungen, aber sie hat keine Beweise gegen die drei Beschuldigten. Deshalb kehren einige Wochen nach dem Fund der Leiche Experten für Spurensuche noch einmal zum Friedhof zurück. Mit Filtern durchsieben sie den Schutt auf dem Boden des Gewölbes und finden etwas Eigenartiges: einen ausgespuckten Kaugummi. Er lag schon seit 10 oder 15 Tagen dort herum. Als wir ihn fanden, war er hart wie Stein, aber noch sehr gut erhalten. Der Kaugummi ist völlig ausgetrocknet. Und es scheint so, als wären Zahnabdrücke drauf. Wenn sich das bewahrheiten sollte, lassen sich vielleicht sogar Rückschlüsse auf den Täter ziehen. So wäre nicht nur das Opfer durch die gerichtsmedizinische Zahnheilkunde identifiziert worden, sondern vielleicht auch sein Mörder. Zahneindrücke, die ein Täter überführen können, sind an Kaugummis oder Äpfeln nachweisbar. Die Zahnimpressionen von auffälligen Zahnstellungen können problemlos mit Gips ausgegossen werden. Die dann erhaltenen Gipsmodelle können für Vergleichszwecke beim potenziellen Täter eingesetzt werden. Die Ermittler haben weitere Neuigkeiten. Corey Mayweather nimmt nicht nur regelmäßig Drogen, sondern kaut ständig Kaugummis der Marke Big Red. Polizeibeamte erinnern sich auch, dass er einen Big Red Kaugummi kaute, als sie ihn zu Rikesa Williams' Mord befragten. Nun stellt sich die Frage, ob das als Beweismittel ausreichen wird. Der Kaugummi wird zu einem DNA-Test geschickt, um herauszufinden, ob er den Speichel von einem der Verdächtigen enthält. Aber gleich darauf wird den Untersuchungsbeamten klar, dass sie einen Fehler gemacht haben. Denn beim DNA-Test müssen die Wissenschaftler ein Stück vom Kaugummi entfernen. Aber dadurch werden die Zahnabdrücke verändert oder sogar zerstört. Glücklicherweise können die Ermittler den Kaugummi noch vor Beginn des DNA-Tests zurückbekommen und sie schicken ihn stattdessen zu dem Kriminalzahnmediziner Dr. Dennis Azen. Den Kaugummi nicht zu verändern und dennoch zu untersuchen, ist nun seine Aufgabe. Mein Problem war, wie ich wohl am besten eine Kopie von diesem Kaugummi erstelle, ohne den Beweis zu zerstören. Zuerst friert Dr. Azen den Kaugummi ein. Dann versucht er, eine Kopie herzustellen. Dazu rührt er eine spezielle Masse an, Alginat. Die Alginatmischung gießt er in eine Form und drückt den eingefrorenen Kaugummi leicht hinein. Als er ihn wieder herausnimmt, hinterlässt der Kaugummi einen Abdruck in der Form, eine negative Kopie. In den Abdruck spritzt er Polyvinyl. Dieser Kunststoff härtet schnell aus, bleibt aber dennoch biegsam. Durch diesen Prozess entsteht ein festes, praktisch unzerstörbares Duplikat. Eine Kopie des am Verbrechensort gefundenen Kaugummis. Jetzt muss er dieses Exemplar mit dem Zahnabdruck von Corey Mayweather vergleichen. Wie bei einem Puzzlespiel versucht er, es überall auf dem Zahnabdruck einzusetzen, bis er die passende Stelle findet.
Mr. Mayweather hatte einen etwas gekreuzten Biss. Ein Zahn stand außerhalb und bildete eine Art Stufe in seiner Zahnreihe. Diese Stufe fand ich auch in dem Kaugummi und ich konnte ihn exakt einsetzen. Das war ziemlich eindeutig. Dr. Eason vermutet, dass der Kaugummi aus Mayweathers Mund gefallen ist, als er Rikessa Williams' Körper in das Grabgewölbe trug. Wenn er ihn ausgespuckt hätte, wären die Bissspuren möglicherweise verformt worden. Die Staatsanwaltschaft ist der Überzeugung, dass die Männer Rikessa Williams zu Sagastis Wohnung gebracht haben, um sie über das fehlende Kokain auszufragen. Im Keller foltern die Männer sie mit verschiedenen Kücheninstrumenten. Da im Keller aber keine Blutspuren gefunden werden, vermuten die Ermittler, dass Rikessa Williams sehr wahrscheinlich erwürgt wurde. Williams' Körper ist zweifellos in der großen Kiste, die die Männer aus Sagastis Keller heraustragen. Als Corey Mayweather Rikessa Williams' Körper in das Grabgewölbe trug, macht er den Fehler und lässt den Kaugummi versehentlich aus dem Mund fallen. Genau das beweist, dass er am Fundort der Leiche gewesen ist. Den Zeitpunkt, wann genau die drei Männer die Leiche auf den Friedhof brachten, konnten die Gerichtsmediziner ablesen aus dem Stadium der Insektenlarven auf dem toten Körper. Dieser Zeitpunkt überschneidet sich wiederum genau mit dem Datum, an dem Kathy Sagasti Williams in ihrer Wohnung sah. Es ist nicht vorhersagbar, in welchen Fällen eine Leichenliegezeitbestimmung oder für den Kriminalisten dann auch eine Todeszeitbestimmung möglich ist oder nicht. Man kann immer nur sagen, als Biologe trete ich an dieses biologische System heran, schaue mir alles an, was ich finde und vielleicht kann ich auch mal eine Leichenliegezeitbestimmung durchführen. Vielleicht komme ich aber mit einem ganz anderen Ergebnis, nachdem ihr mich zwar gar nicht gefragt habt, was euch aber trotzdem in den Ermittlungen hilft. Die Larven der Schmeißfliege, der Kaugummi und Sagastis Zeugenaussage überführten Corey Mayweather als Mörder. Er hatte geglaubt, davon zu kommen, bis der Kaugummi-Beweis kam. Das hat ihn fertig gemacht. Die Verteidigung hatte ihren eigenen Spezialisten, aber der kam zu demselben Ergebnis wie wir. Seine Zähne haben ihn verraten. Das zeigt einfach, wie wichtig der Tatort selber ist. Man muss sich einfach genügend Zeit nehmen, ihn gründlich zu untersuchen und wirklich jedes kleinste Beweisstück zu beachten. Es kann etwas scheinbar völlig Belangloses sein, ein Kaugummi oder eine Zigarette. Aber es kann helfen, einen Verdächtigen zu identifizieren. Dieser Fall beweist es. Die Ermittler hatten großes Glück, dass sie sich gerade noch rechtzeitig für eine Zahnanalyse vor dem DNA-Test entschieden haben. Denn die DNA-Tests, die später zur Feststellung des Speichels an dem Kaugummi durchgeführt wurden, waren ergebnislos. Wenn erst der DNA-Test durchgeführt worden wäre, dann wären die Zahnabdrücke zerstört worden und die Staatsanwälte hätten ihr einzig sicheres gerichtsmedizinisches Beweismittel verloren. Der Glücksfall war einfach, dass wir nicht nur das Kaugummi gefunden haben, sondern dass Barry Goloszewski überhaupt auf die Idee kam, den Kaugummi mit dem Fall in Verbindung zu bringen. Noch mehr Glück hatten wir, weil das Kaugummi gut erhalten war und wir einen Verdächtigen hatten. Wenn der Verdächtige vorher verschwunden wäre, hätten wir es nicht herausbekommen. Und genau dann setzt die Wissenschaft ein, wenn die Beweise vorliegen. Mit Hilfe der Wissenschaft und der Technik testen wir alles Mögliche und gelangen schließlich zu den richtigen Schlussfolgerungen. Im Oktober 1998 bekennt sich Corey Mayweather schuldig und entgeht somit der Todesstrafe. Er wird zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe verurteilt. Er belastet auch seine zwei Komplizen. Kwame Henry wird allerdings erst 2 Jahre später in Trinidad festgenommen und ebenfalls zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe verurteilt. Stanley Obes wurde nie gefasst und ist noch immer auf freiem Fuß. Diejenigen, die in diesem Fall ermittelt haben, waren erleichtert über die Richtersprüche und hoffen noch immer, auch den dritten Täter zu finden und zu überführen. Denn selbst die hartgesottenen Beamten waren entsetzt und berührt von diesem außergewöhnlich grausamen Fall. Schließlich ist sie immer noch das Kind von jemandem. Kinder sind eben manchmal leichtsinnig und einige sind ihrem Alter deutlich voraus. Auch Rikessa wollte ihren Kopf durchsetzen.
Leider wird sie keine zweite Chance mehr bekommen, ihre Fehler zu korrigieren. Sowas ist das Ergebnis von Drogen und Drogenhandel, denke ich jedenfalls. Diese Leute sind sehr gefährlich und schneiden dir den Hals durch, wenn du ihnen in die Quere kommst. Und ein junges Mädchen wie Riqueza war, selbst wenn sie die Gesetze der Straße kannte, mit ihren 13 Jahren noch ein Kind und wusste nicht, in was sie hineingerät, als sie leider den falschen Leuten begegnete. Die rechtsmedizinischen Wissenschaften haben schließlich den entscheidenden Beweis erbracht, sodass zwei der drei Täter überführt und verurteilt werden konnten. Chad Shelton ist ein 74 cm großes weißes Kleinkind. Als ein 11 Monate altes Baby unter mysteriösen Umständen stirbt, liefert die Autopsie nur wenige Hinweise. Aber der Pathologe bemerkt etwas Verdächtiges. Die Leber ist verbreitet gelb gefärbt, mit ersten Anzeichen von Gewebeabsterben, sehr ungewöhnlich für ein Kind. So etwas hat er noch nie gesehen. Die Gewebeproben schicken wir für weitere Tests ins Labor. Sally und Bruce Shelton sind seit 2 Jahren verheiratet und leben in Omaha, Nebraska im Mittleren Westen. Sally arbeitet in einer Versicherungsgesellschaft. Bruce ist Fernsehtechniker. Ihre Freizeit verbringen sie größtenteils mit ihrem 11 Monate alten Sohn Chad, den sie abgöttisch lieben. Sonntagmorgen am 10. September. Sally und Bruce haben an diesem Tag viel geplant, einkaufen gehen, verschiedene Besorgungen machen und die Teppiche in ihrem neuen Zuhause reinigen. Sie hatten gerade das Haus geputzt und wollten ein paar neue Möbel kaufen. Sie hatten ein bisschen Geld, aber sie wollten nicht alles auf einmal kaufen, ebenso wie jede junge Familie. An diesem Tag gingen sie in ein Möbelgeschäft, um neue Lampen zu kaufen und die Wohnung schick einzurichten. Nach dem Möbelkauf besuchen sie Sallys Schwester und schauen noch kurz bei einem Kindergeburtstag vorbei. Auf dem Nachhauseweg halten sie dann noch an einem mexikanischen Drive-In-Restaurant. Später in dieser Nacht wird der 11 Monate alte Chad krank. Er ist blass, apathisch und übergibt sich ständig. Das Baby zittert am ganzen Körper. Es wird sofort ins Emmanuel Medical Center gebracht. Die Krankenschwester Linda Dietrich hat Nachtdienst. Innerhalb weniger Stunden blutet Chad aus allen Körperöffnungen. Ich war sehr besorgt. Er sah so aus, als würde er vor meinen Augen sterben. Die Ärzte ordnen eine Reihe von Bluttests an. Chads Blutplättchenanzahl liegt bei 19.000, weit unter der Norm von 140.000. Und sein Blutzuckerspiegel bei 11, ein Anzeichen für schweres Leberversagen. Blood was coming out of the corner of his eyes. Aus seinen Augenrändern und seinem Mundwinkel drang Blut. In jeder Pore hatte sich Blut angesammelt, das aus seinem ganzen Körper sickerte. Es war schrecklich, etwas derartiges zu sehen. Trotz aller Tests können die Ärzte nichts finden. Blutplättchen sind kleine Zellen, die vor dem Verbluten schützen. Wenn sie so gering sind, können Menschen spontan aus jedem Körperbereich bluten. An was stirbt dieses Kind? Das macht einfach keinen Sinn. Früh am nächsten Morgen. Chad Sheltons Herzschlag sinkt auf 46 Schläge pro Minute. Dann sogar noch tiefer. Ärzte und Krankenschwestern versuchen fieberhaft, ihn wieder zu beleben. 48 Stunden nach der Einlieferung ins Krankenhaus stirbt Chad. Nur wenige Stunden später wird ein weiterer Patient mit denselben Symptomen zur Notaufnahme gebracht. Mit extremen inneren Blutungen und bereits im Koma. Diesmal ist es ein 25-jähriger Fernfahrer.
Something is terribly, terribly wrong here. Irgendetwas hier läuft total schief. Das sind eigentlich zwei gesunde Menschen. Und nun haben wir ein kleines totes Baby und einen 25-jährigen Mann, der im Sterben liegt. Und wir wissen nicht, was mit ihnen los ist. Was immer Chet Shelton getötet hat, die Ärzte befürchten nun, dass es sich ausbreitet. Der 25-jährige Dwayne Johnson war dabei, sein Haus zu streichen, als er sich plötzlich unwohl fühlt. Er bekommt Kopfschmerzen und Muskelschmerzen. Fast zeitgleich setzen Schüttelfrost, Durchfall und starkes Erbrechen ein. Und Dwayne Johnson blutet stark aus der Nase. Er wird mit dem Krankenwagen zum Emmanuel Medical Center gebracht. Das gleiche Krankenhaus, das Chet Shelton behandelt hat. Als Johnson eingeliefert wird, liegt er im Koma. Blut sickert aus seinen Augen, seiner Nase und seinen Ohren. Und wie bei Chet Shelton ist seine Blutplättchenanzahl extrem niedrig. Er war sehr krank. Er blutete innerlich an mehreren Stellen und wahrscheinlich sickerte das Blut in viele innere Organe. Seine rechte Pupille ist starr und erweitert. Die linke ist ein winziger Punkt. Anzeichen für eine Blutung in seiner linken Gehirnhälfte. Der Körper ist zu keiner Bewegung fähig und reagiert nicht auf Schmerzreize. Dr. Fiegler stellt eine Prognose. Der Patient befindet sich in einem neurologischen Zustand, aus dem er nicht mehr herausgeholt werden kann. Die Aussichten sind schrecklich. Ein paar Stunden später stirbt Dwayne Johnson. Linda Dietrich, die Krankenschwester von Chet Shelton, entdeckt einen beunruhigenden Zufall. Dwayne Johnson war Chet Sheltons Onkel. Mein Gott, was passiert hier? Woran sterben diese Menschen? Ist das eine ansteckende Krankheit? Ist das ein Virus, den wir noch nicht kennen? Werden sich noch andere Leute anstecken? Schon bald gibt es weitere Fälle. Chets Eltern, Bruce und Sally, entwickeln teilweise ähnliche Symptome. Auch Dwayne Johnsons Tochter Sherry wird plötzlich krank. Gesundheitsbeamte werden zu einer Dringlichkeitssitzung einberufen, um die Ursache dieses mysteriösen Ausbruchs herauszufinden. Auch das Zentrum für Gesundheitsvorsorge in Atlanta, Georgia wird hinzugezogen. Die Untersuchung wird der erfahrenen Toxikologin Dr. Renate Kimbrough übertragen. Aus den Autopsieberichten weiß sie bereits, dass das, was diese zwei Personen tötete, keine Spur hinterlässt. Es greift nur die Leber an. Die Personen wurden sehr schnell krank. Es passte zu keiner ansteckenden Krankheit, die ich kannte. Die Personen hatten zum Beispiel kein Fieber. Wenn eine ansteckende Krankheit so schnell ausbricht, hat man normalerweise Fieber, oft sehr hohes Fieber. Aber diese Leute hatten das nicht. Die Gesundheitsbeamten suchen verzweifelt nach Hinweisen. Ist es etwas in dem Reinigungsmittel, das Chets Eltern für den Teppich benutzt haben? Oder das mexikanische Essen aus dem Drive-In-Restaurant? Chets Mutter sagt, dass die Tacos nicht in Ordnung waren. Dwayne Johnson hat sein Haus gestrichen, kurz bevor er starb. Ist es irgendetwas in der Farbe? Während ihrer Ermittlungen fanden die Beamten heraus, dass Chet Shelton und Dwayne Johnson das letzte Mal bei einem Familientreffen zusammen waren in Dwayne Johnsons Haus, etwa eine Woche bevor sie starben. Die anderen Familienmitglieder, die Symptome entwickelten, waren ebenfalls da. Natürlich haben wir alle möglichen Proben genommen. Wasserproben, sogar Proben von Isolierstoffen, der Erde im Garten und natürlich der Farbe. Jedes Lebensmittel im Haus wurde überprüft. Alles, was die Krankheit in dieser Familie verursacht haben könnte. An der Klimaanlage in Dwayne Johnsons Haus fehlt der Filter. Er liegt unter einem Baum, auf dem Vögel nisten. Die Beamten untersuchen die Erde nach Histoplasma capsulatum, einem hefeähnlichen Pilz, der durch Vogelkot verursacht wird. Und in der Küche beschlagnahmen die Ermittler Feuerwerkskörper, die sie auf der Theke finden. Sie finden auch heraus, dass beim Familientreffen Limonade serviert wurde. Jeder, der Limonade trank, wurde krank. Die drei, die sie nicht tranken, bleiben gesund. Leider ist keine Limonade übrig geblieben und der Plastikcontainer ist bereits ausgewaschen.
Im Labor des Zentrums für Gesundheitsvorsorge analysieren Wissenschaftler die Feuerwerkskörper und entdecken darin gelben Phosphor. In großen Mengen kann Phosphor giftig sein, aber diese Menge ist zu gering. In den leeren Limonadencontainer füllen sie eine Zitronensäurelösung in der Hoffnung, Spurenelemente aus dem Plastik zu extrahieren. Aber der Versuch misslingt. Die Tests des Hahnwassers, der Limonade und des Zuckers in der Limonade sind ebenfalls alle negativ. Und die Erde vor Dwayne Johnsons Haus enthält auch nicht den vermuteten durch Vogelkot verursachten Pilz. Dwaynes Tochter Sherry Johnson überlebt die mysteriöse Krankheit dank einer raschen Bluttransfusion. Aber sie erleidet einen ernsthaften Leberschaden. Als Dr. Kimbrough ihre Untersuchung fortsetzt, ist sie verblüfft. Einen solchen Schaden an einer menschlichen Leber hat sie noch nie zuvor gesehen. Aber als sie in einem Pathologiefachbuch nachschaut, fällt ihr eine Fotografie auf, die überraschend Ähnliches zeigt. Es ist das Lebergewebe einer Person, die durch ein krebsverursachendes Mittel vergiftet wurde. Dimethylnitrosamin oder DMN. Dimethylnitrosamin ist ein krebsverursachendes Mittel, das man Tieren in der Krebsforschung verabreicht. Es ist wasserlöslich, hochgiftig und es greift nur die Leber an. Außerdem hinterlässt es keine Spuren bei einer Autopsie. Professor Gerold Kauert ist einer der führenden Toxikologen in Deutschland. Bei Hunderttausenden von Giften stellen die Nitrosamine eine besondere Gefahr für Menschen und Tiere dar. Nitrosaminverbindungen wirken auf den Körper, indem sie die DNA schädigen und insoweit schwere Gewebeschäden hervorrufen können. Insbesondere die Leber ist hiervon betroffen. Die Parenchyme der Leber werden zerstört. Bei den Experimenten mit Nitrosaminen wurde schnell klar, dass sie bei unvorsichtigem oder mutwilligem Gebrauch ein hohes Gesundheitsrisiko darstellen. Es hat sich herausgestellt vor vielen Jahren schon, dass es ein sehr starkes Krebsgift ist. Deswegen wurde es auch aus dem Verkehr gezogen und ist heute als Chemikalie für den Laien nicht erhältlich. Nun vermuten die Wissenschaftler, dass es sich um ein Verbrechen handelt. Die Polizei sucht nach jemandem, der in einer Krebsforschungseinrichtung arbeitet und die Familie kennt. Möglicherweise wurden Chet und Dwayne ermordet. Die Polizei nimmt an, dass das Gift in der Limonade war, denn es ist wasserlöslich. Jeder, der an diesem Tag Limonade getrunken hat, wurde entweder krank oder starb. Aber es gibt keinen Beweis. Lieutenant Bud Burchett leitet die Mordkommission von Omaha. In der Zeitung liest er von den Todesfällen und der medizinischen Untersuchung. Und auch ihm kommt das bald verdächtig vor. So etwas passiert nicht einfach so. Wir haben uns das also genauer angesehen. Burchett befragt die hinterbliebenen Familienmitglieder. Auch Dwayne Johnsons Frau Sandy. Er fragt, ob möglicherweise jemand Zorn auf die Familie oder einzelne ihrer Mitglieder haben könnte. Sie alle sagen nein. Routinemäßig sucht Burchett in den Daten der Polizei und als er den Namen Dwayne Johnson eingibt, findet er etwas Überraschendes. Als Dwayne und Sandy Johnson gerade verheiratet waren, gab es eine Auseinandersetzung mit Sandys früherem Freund. Ist dieser Mann der Mörder? Auf der Suche nach dem Mörder von Chet Shelton und Dwayne Johnson erfährt Lieutenant Bud Burchett von einem Vorfall, der schon 3 Jahre zurückliegt. Kurz nachdem Dwayne und Sandy Johnson geheiratet haben, kommt es vor ihrem Haus zu einer Auseinandersetzung. Sandys früherer Freund taucht auf. Er schießt auf Sandys Bruder und verletzt ihn an der Schulter. Einen weiteren Schuss feuert er durch das Fenster. Und schließlich kann Sandy ihn davon abhalten, noch mehr Unheil anzurichten. Und der Angreifer verlässt den Tatort. Der Mann heißt Stephen Roy Harper. Er hatte Sandy in der Oberstufe kennengelernt. Harper war ein ausgezeichneter Schüler. Er war ein ruhiger Einzelgänger, der Tiermediziner werden wollte. Sandy war Harpers erste Freundin.
Mädchen gegenüber war er sehr schüchtern. Als Kind hatte er sich in einem Hausbrand ernsthaft verletzt, was Narben hinterlassen hat, sowohl körperliche als auch seelische. Nach dem Angriff wurde Harper verhaftet und zu 5 Jahren Gefängnis verurteilt. Aber Lieutenant Burchett entdeckt, dass Harper von dieser Strafe nur 1 Jahr verbüßt hat. Nachdem Harper aus dem Gefängnis entlassen wurde, nahm er einen Job als Labortechniker an, im Epley-Krebsinstitut. Die Polizei erhält einen Durchsuchungsbefehl für Harpers Haus. Im Haus findet sie leere Ampullen und ein Lehrbuch über die organische Chemie sowie handschriftliche Notizen. In der Garage finden sie Beweise für Tierversuche. Als wir die Rattenkäfige in der Garage fanden, wussten wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Es sah so aus, als ob der Junge mit diesem Gift Tierversuche durchgeführt hat, um zu sehen, was passiert, wenn man es Menschen verabreicht. Ein Tierarzt teilt der Polizei mit, dass er einen Monat vor Dwayne Johnsons und Chet Sheltons Tod Stephen Harpers Hund und Katze behandelt hat. Beide hatten unerklärliche Blutungen und starben. Ich fand Blut im Urin und in den Eingeweiden und auch im weißen Bereich der Augen. Die Polizei hat nun eine Menge Indizien, aber sie hat keinen Beweis, dass Stephen Harper der Giftmörder ist. Wer immer der Mörder ist, er wusste genau, wie DMN wirkt und wie schwierig es ist, das Gift nachzuweisen. DMN ist heute grundsätzlich nachweisbar, aber es zerfällt im Körper sehr schnell, sodass man auch sehr schnell eine Analyse durchführen müsste. Wenn es verstoffwechselt ist, kann man es praktisch nicht mehr nachweisen. Das Gift wurde schon eine Woche vor dem Tod eingenommen. Weil es der Körper aber schon abgebaut hat, gibt es keine Mordwaffe. Die Universität von Kalifornien. Hier führt der Krebsforscher Ronald Schenk Tierversuche durch. Er untersucht, wie krebsverursachende Mittel, zum Beispiel DMN, die DNA verändern. Dimethylnitrosamin greift die DNA der Leberzellen an und hinterlässt eine chemische Spur an der DNA. Diese Spur führt zu einer Veränderung, die den Krebsentstehungsprozess einleitet. Dann stimmt Dr. Ronald Schenk einem Experiment zu, das er noch nie zuvor ausgeführt hat. Nämlich ein Experiment an menschlichen Organen. Die Toxikologin Renate Kimbrough schickt ihm 8 kodierte Leberproben und Nierengewebe, um einen blinden Test durchzuführen. Eine der Proben ist von Dwayne Johnson, doch Dr. Schenk weiß nicht welche. Die Gewebeproben legt er zunächst in Natriumphosphat ein. Dann gibt er sie zerkleinert in eine Flüssigkeit. Die DNA spaltet sich ab und sammelt sich auf dem Grund des Fläschchens. In diesen winzigen Zellen ist der genetische Bauplan für menschliches Leben. Durch ein Verfahren zur Trennung chemisch verwandter Stoffe spalten sich die Bestandteile der DNA ab. Ein Computer veranschaulicht das auf einer Grafik. DNA from 7 of the 8. 7 der 8 DNA-Leberproben waren völlig normal. Nur die DNA einer Leber wies 2 zusätzliche Höchstwerte auf. Diese Höchstwerte waren identisch mit denen, die man bei Personen finden würde, wenn sie Dimethylnitrosamin ausgesetzt gewesen wären. Die Leberprobe gehörte zu Dwayne Johnson. Das haben Schenk und Kimbrough geleistet. Sie bewiesen, dass DMN im Spiel war. Jegliche andere bekannte Substanz auf der Erde war damit ausgeschlossen. Die Wissenschaft liefert die Mordwaffe und Harper selbst jede Menge weitere Anhaltspunkte. Als Stephen Harper auf die Familie Johnson schoss, war er besessen von Eifersucht und Wut über Sandy Johnsons Zurückweisung. Im Gefängnis setzte Harper sein seltsames Verhalten fort. Er schickte Sandy Bilder, die sie als Hexe darstellen. Sandy kann nicht glauben, dass ihr ehemaliger Freund fähig ist zu morden. Ihre ungewöhnliche Beziehung beschreibt der Autor Thomas Gillen in seinem Buch Toxic Love, giftige Liebe. She had painted
Sie hat ihren ehemaligen Freund Stephen Harper als friedliche und sehr liebevolle Person beschrieben, als einen sehr guten Partner. Er neige nicht zur Gewalt. Das war ihr Bild von ihm. Sehr rätselhaft und verwirrt. Warum hat sie es getan? Ich weiß es nicht. Nach dem Gefängnis bekam Harper eine Stelle im Epley-Krebsinstitut. Er veröffentlichte Forschungsberichte. Genau hier erfuhr Harper zum ersten Mal von dem tödlichen DMN. An dem schwarzen Brett der Firma hing ein Zeitungsartikel. Darin stand, dass ein deutscher Chemiker seine Frau mit DMN in der Marmelade getötet hatte. Die Polizei vermutet, dass Harper das DMN aus dem verschlossenen Kühlschrank im Labor entwendet und zu Hause damit experimentiert hat, um die richtige Dosis herauszufinden. Zuerst an Ratten und später an seinem Hund und seiner Katze. Harper vertraute einem Freund an, dass er eines Nachts bei Sandy und Duane eingebrochen ist, als die beiden nicht zu Hause waren. Er schüttet das tödliche. Stephen Harper wird verhaftet und wegen Mordes in 2 Fällen und Mordversuch in 3 weiteren Fällen angeklagt. Er wird zum Tode auf dem elektrischen Stuhl verurteilt, doch noch vor der Vollstreckung der Strafe begeht er Selbstmord in seiner Zelle. Duanes Tochter Sherry Johnson war 2 Jahre alt, als sie das Gift zu sich nahm. Sie hat zwar durch eine Bluttransfusion überlebt, doch sie leidet noch heute unter chronischen Leberproblemen. Bruce Shelton wirft der Tod seines Sohnes Chad völlig aus der Bahn. Er fürchtet zudem, dass er wegen des DMN-Giftes Krebs bekommen könnte. Er verliert seine Arbeit und wird alkoholkrank. Mit 38 Jahren stirbt er und wird neben seinem Sohn begraben. Seine Frau Sally hat zwar wieder geheiratet, doch die Angst vor möglichen Spätwirkungen von DMN ist geblieben. Selbst wenn den Wissenschaftlern das Gift heute wesentlich besser bekannt ist. In der heutigen Zeit kann man DMN mit Hilfe von Spezialtechniken wie der Massenspektrometrie problemlos nachweisen. Sie im menschlichen Körper nachzuweisen, bedeutet, dass die chemische Zersetzung nicht stattgefunden haben darf. Aber auch wenn die Zersetzung stattgefunden hat, kann man entsprechende Spaltprodukte auch noch analytisch nachweisen. Ohne wissenschaftliche Beweise wäre der Fall Stephen Harper nie gelöst worden. Ist im nächsten Fall ebenfalls Gift im Spiel? Als Bobby Curley mit unerträglichen Schmerzen und Wahnvorstellungen ins Krankenhaus gebracht wird, können die Ärzte die Ursache seiner Beschwerden nicht feststellen. Sein Zustand verschlechtert sich zusehends und das Medikament, das man ihm verabreicht, erfüllt nicht seinen Zweck, sondern bringt ihm sogar den Tod. Bobby Curley war ein junger Mann von 32 Jahren, der stets ein Lächeln im Gesicht trug. Er heiratete die junge Witwe Joanne Chopek, die eine 4-jährige Tochter hat. Nach dem Tod von Joannes erstem Ehemann durch einen Autounfall sind Bobby und Joanne ein Jahr lang schon miteinander befreundet gewesen. Sie hatten eine wunderschöne Hochzeit. Bob war auch bereit zu heiraten und eine Familie zu gründen. Er sagte zu mir, dass er sie wirklich liebte und ich freute mich für ihn. Das Paar zieht in Joannes Wohnung in eine ruhige Straße des Örtchens Wilkes Barre in Pennsylvania. Bobby arbeitet als Elektriker bei der Morgan-Gesellschaft. Gerade wurde ihm ein großer Auftrag in der örtlichen Chemiefirma übertragen. Bevor wir dahin gegangen sind, hatte man uns mitgeteilt, dass die Labore ausgeräumt sein sollten und leer stünden. Nun, als wir ins Labor reingingen, fanden wir dort allerhand Fläschchen mit Chemikalien, die verschüttet waren, und noch andere Materialien. Und ich dachte schon, dass das gefährlich sein könnte. 3 Monate nach Beginn des Projekts wird Bobby krank. Sein Bruder bemerkt eines Abends, dass mit ihm etwas nicht stimmt. Schon nach einem Bier wollte er nach Hause. Er sagte, dass er sich nicht wohlfühle. Seine Füße brannten und schmerzten aus irgendeinem Grund. Er konnte nicht gut gehen. Aber ich wusste nicht, was er hatte.
Wir arbeiteten auf der dritten Etage und als er am Nachmittag hochkam, hatte er ein knallrotes Gesicht und schwitzte. Er sah gar nicht gut aus. Wir arbeiteten im Labor und ich fragte, was ist los mit dir? Und er sagte, ich weiß es nicht, ich bin völlig außer Atem. Ich fühle mich einfach nicht gut. Bobby klagt auch über Taubheit in seinen Händen und Schmerzen an seinen Füßen. Im Krankenhaus diagnostizieren die Ärzte das Guillain-Barré-Syndrom, eine seltene Krankheit, die sich durch Taubheit und Schwäche in den Gliedern ausdrückt. Sie kann zwar gefährlich werden, doch die meisten Patienten werden wieder gesund. Curly teilt sein Krankenzimmer mit Richard Bonin. Ich kann mich daran erinnern, wie die Krankenschwester einmal die Bettdecke über ihn zog und seine Haut damit berührte. Bobby wollte, dass die Bettdecke sofort entfernt wird, weil sie bei ihm Schmerzen verursachte. Er hatte einfach irrsinnige Schmerzen, so dass er niemanden sehen wollte, nicht einmal seine Familie. So sehr hat er gelitten. Bobbys Zustand verbessert sich nach und nach und er wird sogar aus dem Krankenhaus entlassen. Aber die Schmerzen kommen wieder und diesmal sogar noch stärker als zuvor. Er konnte nicht einmal aufstehen, um ins Badezimmer zu gehen. Meine Schwester und ich mussten ihn hintragen. Dann schaute er mich an und sagte, Sue, bitte ruf einen Krankenwagen. Er wusste, dass er richtig krank war. Diesmal bringt man Curly in ein anderes Krankenhaus, etwa 160 Kilometer entfernt. Als er dort ankommt, hat er Wahnvorstellungen, sodass er sogar festgeschnallt werden muss. Ich dachte, dass er irgendwann wieder gesund werden würde. Aber es ging ihm immer schlechter. Er konnte nicht sitzen, nicht liegen und überhaupt nichts mehr tun. Alles störte ihn. Die Ärzte hier vermuten, dass er etwas Gefährlicheres hat als das Guillain-Barré-Syndrom. Die dramatische Änderung seines Zustands macht uns misstrauisch, denn das tritt beim Guillain-Barré-Syndrom nicht auf. Es kommt innerhalb von wenigen Tagen und dann wird man schnell wieder gesund. Doch hier zog es sich in die Länge. Es konnte nicht das Guillain-Barré-Syndrom sein. Obwohl Curlys Bluttests alle normal sind, hat Dr. Donovan einen Verdacht. Und wenn er recht hat, dann liegt Bobby Curly im Sterben. Er bemerkt etwas, was vorher übersehen wurde. Bobbys Haare fallen aus. Zusammen mit der Schwäche, der Taubheit in den Gliedern und den starken Schmerzen und Brennen an seinen Fußsohlen diagnostizieren die Ärzte eine Arsen- oder Thalliumvergiftung. Thallium ist ein klassisches Metallgift. Es ähnelt toxikologisch anderen Metallgiften wie dem Arsen oder auch dem Blei. Und führt zu klassischen Vergiftungssymptomen. Ganz charakteristisch bei der Thalliumvergiftung ist der etwa nach 2 bis 3 Wochen eintretende Haarausfall. Und zwar nicht einzelne Haare, sondern büschelweise. Ein spezieller Urintest bestätigt den tödlichen Verdacht. Thallium kann sich über Monate im Körper aufbauen, bevor es seine Wirkung zeigt. Ein Gegengift gibt es nicht. Mein erster Gedanke war, ob ich diesen Patienten retten könnte. Aber zu dem Zeitpunkt, als ich in diesen Fall einbezogen wurde und die Diagnose schon feststand, gab es nicht mehr viel zu tun. Und ich erinnere mich, wie er auf seine Diplome und Auszeichnungen an den Wänden zeigte und meinte, das alles kann deinem Bruder nicht helfen. Er sagte, dass wir nichts mehr tun können. Dein Bruder wird sterben. Am 26. Oktober fällt Bobby Curly ins Koma. Als es keine Anzeichen mehr für Gehirnaktivitäten gibt, wird die künstliche Beatmung abgeschaltet. Wir verabschiedeten uns alle von Bobby und gingen. Ich konnte Bobby nicht sterben sehen. Es war nicht einfach. Ich sprach mit ihm. Wer weiß, vielleicht hat er mich gehört. Wir wissen es nicht. Es war eine schlimme Zeit. Die Autopsie bestätigt, dass Curly an einer Thalliumvergiftung starb. Höchstwahrscheinlich einer sehr großen Dosis. Doch woher stammte das Gift? Die Abteilung für Sicherheit am Arbeitsplatz des Arbeitsministeriums versucht nun festzustellen, ob Curly während der Arbeit im Chemielabor mit Thallium in Berührung gekommen ist. Sein Kollege glaubt, dass die Arbeit nicht ungefährlich war.
In einem Labor habe ich ein Wischtuch gefunden, auf dem stand Thallium-Wischtuch, berühre mich und stirb. Und ich erinnere mich, dass Bobby zu diesem Zeitpunkt schon krank war. Er hat uns gewarnt, mich, Joey und die anderen, bloß nicht in einen bestimmten Raum zu gehen, weil da das Gift Thallium war. Also gingen wir nicht rein. Ein Sprecher der Chemiefirma streitet ab, dass es im Labor Lappen mit Thallium-Rückständen gab. Er gibt jedoch zu, dass sich im Lager 5 Flaschen mit Thallium befanden. Man kann Thallium einnehmen, über die Haut aufnehmen und einatmen. In allen 3 Fällen ist man einer Vergiftung ausgesetzt. Um herauszufinden, ob Thallium aus Versehen von den Arbeitern im Labor aufgenommen wurde, nimmt die Gesundheitsbeamtin Susan Shovlin Luft-, Staub- und Schmutzproben jeder Art rund um Curlys Arbeitsplatz. Joanne Curly erzählt den Untersuchungsbeamten auch, dass ihr Mann ein paar Schränke aus dem Labor mitgebracht hat, die nicht mehr gebraucht wurden. Auch die Schränke werden auf Thallium untersucht. Aber alle Ergebnisse sind negativ. Und bei keinem der anderen Elektriker, die gemeinsam mit Bobby Curly im Chemielabor gearbeitet haben, finden die Ärzte Thallium im Körper. Auch Joanne Curly macht einen Thallium-Test. Und sowohl sie als auch ihre 4-jährige Tochter Angela haben Thallium im Körper. Es war nicht genug, um Symptome hervorzurufen. Wir mussten es auch nicht behandeln. Aber es zeigt, dass beide einer ungewöhnlichen Menge von Thallium ausgesetzt waren. Daraufhin untersuchen die Ermittler der Gesundheitsbehörde das Haus der Curlys. Und sie finden Thallium-Rückstände in 2 Thermosflaschen, die Bobby jeden Tag zur Arbeit mitnahm. Darin war normalerweise Eistee. Ich wusste nicht, wer das Thallium in die Thermoskannen geschüttet hat. Aber ich wusste, dass es jemand getan hat. Und das hat seinen Tod verursacht. Und wenn jemand den Tod eines anderen verursacht, dann ist das Mord. Wer könnte ein Interesse an Bobby Curlys Tod haben? Wer hat seinen langen, qualvollen Mord auf Raten auf dem Gewissen? Als die Polizei Spuren des Giftes Thallium in Bobby Curlys Thermosflasche findet, befragt sie seine Arbeitskollegen. Sie haben mich gefragt, wie gut er mit den anderen Jungs ausgekommen ist oder ob es irgendwelche Streitigkeiten gab und so weiter. Bobby Curly war erst 32 Jahre alt, als er für den Auftrag im Chemielabor zum Vorarbeiter ernannt wurde. Mit seiner Beförderung wurden ältere und erfahrenere Elektriker übergangen. War vielleicht Neid das Tatmotiv? Die Untersuchungsbeamten finden auch heraus, dass Curly manchmal das Opfer von schlechten Scherzen war. Seine Kollegen haben hin und wieder aus Spaß Gewürze in sein Essen gemischt. Curly war einer von denen, mit denen man seine Späße machen konnte. Scharfer Pfeffer im Kautabak oder sowas in der Art. Und wir haben angenommen, dass jemand vielleicht unbeabsichtigt Thallium in seinen Eistee geschüttet hat, weil er es für Valium gehalten hat, nur um herauszufinden, wie es bei ihm wirkt. Curly selbst machte bei solchen Streichen auch mit. Er hat zum Beispiel kleine Löcher in Abflussrohre gebohrt, die Installateure gerade angebracht hatten. Ich habe auch schon vorher mit diesen Jungs gearbeitet, aber sie würden keine Streiche mit Chemikalien spielen. Wir haben kleine Spielchen gespielt wie Werkzeuge verstecken und so weiter, aber wir würden uns nicht am Essen vergreifen oder sowas. Sie waren aufgeschmissen. Die Ermittler standen in einer Sackgasse, denn es machte einfach keinen Sinn, dass Arbeitskollegen versuchen sollten, Bob zu töten. Keiner der Arbeiter hatte ein Motiv. Bob war ihr Vorarbeiter, sie arbeiteten für ihn. Und das Verhältnis zwischen Bob und seinen Kollegen war im Großen und Ganzen positiv. Sie akzeptierten ihn als einen sehr guten Elektriker und vor allem als einen guten Vorgesetzten. Dieses Puzzlestück passte hier einfach nicht. Also brauchten wir hier nicht mehr weiter zu suchen. Wir mussten in eine andere Richtung schauen. Als die Ermittler die Thermosflaschen in Curlys Haus näher untersuchen, finden sie Thallium-Rückstände, auch an einer kleinen Flasche, die Bobby nie mit zur Arbeit nahm. Seine Frau Joanne erinnert sich, dass ihr Mann einmal eine Thermosflasche von der Arbeit mitbrachte, in der noch ein Rest Eistee war.
Also füllte sie diesen Rest in die kleine Thermosflasche um. Joanne sagt, dass sie und ihre Tochter möglicherweise später von diesem Eistee getrunken haben könnten. Das würde zumindest erklären, warum auch in ihren Organismen Thallium gefunden wurde. Nur erklärt es nicht, wer das Gift in die Thermoskanne getan hat. Oder vielleicht doch? Die Eltern und Geschwister von Bobby Curley äußern der Polizei gegenüber einen Verdacht. Sie erklären, dass die Ehe zwischen Bobby und Joanne nicht so glücklich war, wie es in den ersten Monaten schien. Sie halten es sogar für möglich, dass Joanne etwas mit dem Tod ihres Mannes zu tun haben könnte. Daraufhin ordnet der Bezirksstaatsanwalt an, Curleys Körper zu exhumieren, um eine zweite Autopsie vorzunehmen. Der rechtsmedizinische Toxikologe Dr. Frederick Readers war insbesondere daran interessiert, Bobby Curleys Haare zu untersuchen. Wenn eine Substanz wie Thallium im Blutkreislauf zirkuliert, dann bleiben winzige Rückstände davon an der Haarwurzel haften. Thallium bleibt sogar dann noch am Haarstamm zurück, wenn das Haar herauswächst. Ein Haar wächst im Monat durchschnittlich 1,3 cm. Das bedeutet, dass eine Haarsträhne eine medizinische Vergangenheit von 6 Monaten oder mehr aufweisen kann. Aus dieser biologischen Tatsache können Toxikologen wie Professor Gerold Kauert exakte Aussagen ableiten. Die Haaranalyse auf Gifte bietet auch die Möglichkeit, Zeitprofile von Giftaufnahmen zu erstellen, indem man Haarsegmente hintereinander untersucht und die jeweiligen Messwerte aufträgt und dann zum Beispiel feststellen kann, ob vor 3 oder 5 Monaten eine intensive Giftaufnahme stattgefunden hat. Ein solches Zeitprofil wird nun mit Curleys Haaren aufgestellt. Das Ergebnis dieser segmentalen Analyse von Haarproben ist alarmierend. Bobby Curley war dem Gift Thallium ausgesetzt, schon lange bevor er im Chemielabor arbeitete. Die Ergebnisse werden auf dieser Grafik aufgezeichnet. Curley erhielt schon 2 Monate nach seiner Hochzeit eine kleine Dosis Thallium, also 1 Jahr vor seinem Tod. Gerichtsmedizinische Tests liefern der Polizei bald sogar noch erschreckendere Anhaltspunkte. Es stellt sich heraus, dass Bobby eine sehr hohe Dosis an Thallium sogar noch während seines Krankenhausaufenthaltes aufgenommen hat. Eine große Menge fand man in Bobbys Gedärmen. Er bekam eine sehr hohe Dosis kurz vor seinem Tod. Die Konzentration in seinen Gedärmen war 1000-mal höher als die Konzentration in seinem Blut und im restlichen Gewebe. Die Untersuchungsbeamten schlossen daraufhin zunächst alle Personen als mögliche Täter aus, die während der Vergiftungsphase keinen Kontakt zu Bobby Curley hatten. Das war eine Untersuchung des logischen Ausschlusses und zum Schluss blieb nur eine Person übrig, die es gewesen sein musste, und das war Joanne. Die Fakten liegen auf dem Tisch. Das Motiv ist allerdings noch unklar. Ich glaube, am Anfang war Bob sehr glücklich. Aber dann, nur wenige Monate nach der Hochzeit, war ich mir nicht mehr ganz sicher. Bob machte Bemerkungen, die so klangen, als ob er es bereute, geheiratet zu haben. Sie hatten wirklich nicht viel gemeinsam. Er war eher ein ruhiger Typ und sie hat es schon mal krachen lassen. Sie waren beide sehr eigensinnig und jeder wollte seinen Willen durchsetzen. Bestimmte Gespräche deuteten darauf hin, dass die Dinge nicht so liefen, wie sie sollten. Bei ihnen herrschte nicht die eheliche Glückseligkeit vor, wie viele ursprünglich annahmen. Die Polizei findet heraus, dass Bobby kurz nach der Hochzeit Joanne zur einzigen Begünstigten seiner Lebensversicherung macht. Wert $300.000. Gerichtsmedizinische Tests ergeben, dass die Vergiftung ungefähr 2 Monate nach der Hochzeit begann. Das war ein Schock. Ich konnte es nicht glauben, als ob sie es vom ersten Tag an geplant hätte. Sie fing damit an, als der Vertrag, der sie zur alleinigen Begünstigten machte, unterschrieben war. Die Familie erinnert sich an das merkwürdige Verhalten von Joanne. Keiner von uns konnte in das Sterbezimmer gehen und miterleben, wie das Beatmungsgerät abgeschaltet wurde.
Nur Joanne. Sie wollte im Zimmer bleiben und Bob sterben sehen. See Bob die. Auch auf Bobbys Beerdigung war Joanne nicht die trauernde Witwe. Joanne hat keine einzige Träne vergossen. Als meine Mutter weinte, drehte Joanne sich zu ihr um und befahl ihr, ruhig zu sein. Joanne Curley wird am 12. Dezember verhaftet und wegen Mordes angeklagt. Angesichts der überwältigenden gerichtsmedizinischen Beweise bekennt sie sich schuldig. Ein sogenannter Plea-Bargain-Handel im amerikanischen Strafrecht ermöglicht bei Schuldeingeständnis ein deutlich geringeres Urteil. So entgeht Joanne Curley der möglichen Todesstrafe. Bei der Urteilsverkündung gibt Joanne dann öffentlich zu, dass sie ihren Ehemann systematisch vergiftet hat. Heute hat Joanne Curley den Mord gestanden. Heute hat sie aufgegeben. In öffentlicher Verhandlung und unter Eid hat Joanne Curley zugegeben, ihren Ehemann über eine längere Periode vergiftet zu haben. Sie gab öffentlich zu, wie und wann sie es getan hat und welches Gift sie benutzt hat. Mehr als ein Dutzend Mal hat Joanne Thallium in den Eistee ihres Ehemannes gegeben. Ihr Geständnis stimmt fast vollkommen mit dem Zeitmaßstab von Dr. Readers überein. Über die Parallelen zu ihrem Bekenntnis war ich offen gesagt erstaunt. Ich war gewiss nicht stolz oder erfreut darüber, ich war nur sehr verblüfft. Als sie gefragt wurde, warum sie es getan hat, sagte sie, ich habe ihn wegen des Geldes getötet. Joanne sagt aus, dass sie Rattengift benutzt hat, das sie im Keller ihrer Großmutter gefunden hatte. In dem Rattengift befindet sich das tödliche Thallium. Zuerst gibt sie nur eine geringe Menge in den Eistee ihres Mannes. Später jedoch erhöht sie die Dosis, weil sie befürchtet, dass das Gift nicht wirken könnte. Okay, here's your tea. Oh, thanks, son. Good day. You too. Schließlich beendet Joanne ihre Tat im Krankenhaus. Sie gibt ihrem Mann die letzte tödliche Dosis Gift, eine extrem hohe Dosis. Es ist unglaublich, dass man nach 2 Monaten Ehe anfängt, seinen Mann zu töten. Und was mich wirklich sehr gequält hat, ist, dass er sogar noch im Krankenhaus eine Dosis Gift bekommen hat. Denn an diesem Tag war ich auch da und ich saß neben Joanne. Ihre Handtasche war genau zwischen uns. Im Nachhinein zu erfahren, dass das Thallium in ihrer Tasche war, hat mich wirklich sehr gequält. Tests enthüllen, dass Joanne und ihre Tochter erst nach Bobbys Tod eine sehr geringe Menge an Thallium aufgenommen haben. Joanne hat das Gift möglicherweise absichtlich genommen und auch ihrer Tochter eine kleine Menge davon gegeben, um die Polizei von ihrem Verdacht gegen sie abzubringen. Sie streitet das aber ab. Dass zur selben Zeit, als sie ihren Mann vergiftet, dasselbe Gift an seinem Arbeitsplatz zu finden war, ist ein Zufall, der sie fast ungeschoren davonkommen ließ. Erst die wissenschaftlich exakt erstellte Zeittafel hat den fast perfekten Mord mit diesem tödlichen Gift aufgedeckt. Thallium als Rattengift ist heute auf dem Markt nicht mehr verfügbar. Welche Zwecke es in der Industrie sonst noch erfüllt, ist mir im Augenblick nicht bekannt. Aber der Laie kommt, weil es nicht mehr vertrieben wird, nicht an diese Gifte heran. Joanne Curley wird zu einer Haftstrafe von 20 Jahren verurteilt. Ich werde Joanne nie verzeihen, was sie Bob angetan hat. Ihn so sterben zu sehen, brach mir das Herz. Und das hätte ich auch für jeden anderen empfunden. Niemand verdient es, so zu sterben. Die
Maryland-Universität von Detroit. Zu Beginn des Wintersemesters 1995 wird die 23-jährige Studentin Tina Bigger vermisst gemeldet. Sie arbeitet bis dahin an einem Forschungsprojekt, das Gesundheitsrisiken von Edelprostituierten untersucht. Schon bald entdeckt sie, dass das Geschäft mit der Liebe weitaus mehr Gefahren birgt. Zum Gesundheitsrisiko kommt die Gewalt. Die 23-jährige Tina Bigger studiert an der Oakland-Universität von Detroit als Hauptfach Psychologie. Es sollte ihr letztes Studienjahr an der Uni sein. Aufgewachsen ist sie in einer Militärsfamilie. Unter ihren Freunden ist sie als lebhafte und ehrgeizige Person bekannt. Tina Bigger war das typisch amerikanische Mädchen. Ihr Vater arbeitet als Kommandant bei der Küstenwache. Die Mutter ist eine anerkannte Krankenschwester. Neben dem Studium arbeitet Tina als Kellnerin im Rochester-Chop-Restaurant und wohnt mit ihrem Freund Todd Nürnberger in einem Apartmentkomplex nahe der Hochschule. Todd studiert an der Universität von Michigan. Das Paar führt eine unstete Beziehung, sodass sich selbst Freunde fragen, ob die Freundschaft jemals richtig funktionieren kann. Tina hatte aber auch eine andere Seite. Sie konnte misstrauisch und rachsüchtig sein und manchmal auch sehr wütend werden. Nicht viele Leute kannten diese Seite an ihr. Tina arbeitete an einem Forschungsprojekt mit dem Titel »Ein Überblick über die Geschichte der Sexualität und die Gesundheitsvorsorge von Frauen, die im Escort-Service arbeiten«. Ziel war es herauszufinden, ob Edelcall-Girls und Straßenprostituierte die gleichen Kenntnisse über die Gefahr sexuell übertragener Krankheiten haben. Sie entschied sich, ihre eigene Studie durchzuführen und erhoffte sich dadurch ein besseres Examen. Und sie begann, sich für Edelprostituierte und deren Umgang mit AIDS zu interessieren und verknüpfte beides miteinander. Ursprünglich hatte sie die Absicht, Rehabilitation zu studieren, aber dann wechselte sie in den Fachbereich Psychologie, weil er sie faszinierte. Sie war sehr mit ihrem Forschungsprojekt beschäftigt und kam letztlich mit der Prostituierten-Szene in Kontakt. Es ist der 23. August 1995. Todd geht zur Uni. Er sagt, Tina habe noch geschlafen, als er das Haus verlässt. Als er am Abend zurückkommt, ist sie nicht da. Todd meldet dies sofort der Polizei. Normalerweise ist das Verschwinden von Personen innerhalb weniger Tage oder sogar Stunden erledigt. Für gewöhnlich reichen ein paar Anrufe, um herauszufinden, wo die Person sich aufhält oder gerade gewesen ist. Aber dieser Fall ist von Anfang an anders. Tinas Auto ist verschwunden. In der Wohnung fehlt jedoch nichts von ihren persönlichen Sachen. Keiner von Tinas Freunden hat sie gesehen, noch irgendetwas von ihr gehört. Die Polizei findet schließlich heraus, dass Tina eine eigene Wohnung sucht, ohne Todd. Ihrer Familie erzählt sie, dass sie nach dem Auszug andere Männer kennenlernen will. Die Tatsache, dass Tina vorhatte, in eine andere Wohnung zu ziehen und auch bereits nach einer anderen Wohnung suchte, ließ mich vermuten, dass irgendetwas nicht stimmt. Ich beschloss, mich mit Todd etwas genauer über ihr gemeinsames Leben zu unterhalten. Vielleicht hatte ich ja etwas übersehen. Auch wenn Todd nicht unbedingt besonders harmlos wirkt, er schien doch sehr von dieser Sache betroffen zu sein. Und ich denke, dass es für die Ermittlungsarbeiten normal ist, dass er zuerst verdächtigt wird. Und die Polizei stößt auf mehr Ungereimtheiten. Tina hat Monate zuvor eine an Todd gerichtete zweideutige Grußkarte gefunden. Die Absenderin war eine Frau. Tina vermutet Untreue. Nun, die Beziehung lief mal gut, mal schlecht. Leute hatten sie auch schon streiten sehen. Er war sehr hingebungsvoll. Doch manchmal waren sie beide sehr schnell erregbar. Er verbrachte mehr Zeit mit ihr als sonst irgendjemand. Er kannte sie wohl am besten. Natürlich hatte man ihn in Verdacht. Trotz der Differenzen bestreitet Todd Nürnberger, etwas mit Tinas Verschwinden zu tun zu haben.
Todd vermutet, sie sei im Steakhouse. Als er dort anruft, um herauszufinden, ob seine Freundin gearbeitet hat, erhält er eine überraschende Antwort. Tina hatte den Job schon vor mehreren Monaten gekündigt. Okay. Thank you. Von der Kündigung hat sie Todd nichts erzählt. Sie wäscht sogar weiterhin ihre Kellnerkleidung, so als sei alles wie immer. In der ganzen Wohnung sucht Todd nach einer Spur, die auf Tinas Verbleib hinweisen könnte. Er findet eine Sporttasche, die er zuvor noch nie gesehen hat. In der Tasche sind Kondome, Kniestrumpfhosen, Reizwäsche, Gleitmittel, Kreditkartenbelege und Briefumschläge, die oben links mit dem Namen Crystal beschriftet und an den LA Escort Service adressiert sind. Ein Anruf bei den Besitzern des Escort Service bringt Todd nicht weiter. Ein Mädchen namens Tina Bigger ist ihnen unbekannt. Im Gespräch erfährt er jedoch, dass diese Crystal eine der begehrtesten Hostessen der Agentur ist. Escort-Dienste gibt es in den meisten großen Städten. Sie bieten Männern eine weibliche Begleitung gegen Bezahlung von $150 bis $300 pro Stunde. Zu diesen Diensten gehört für gewöhnlich auch Geschlechtsverkehr. How it works is that a client. Das mit dem Escort-Service geht so. Ein Kunde ruft an und gibt seinen Wunsch durch, sei es eine Blonde, eine Brünette, ein großes oder kleines Mädchen. Dann ruft die Agentur die Mädchen an, mit denen sie zusammenarbeitet. Die Hostessen erfahren dann, mit wem und wo sie einen Termin haben. Bezahlt werden die Mädchen dann vom Klienten selbst. Von nun an hat Todd den Verdacht, dass Tina ein zweites Leben als Edelcall-Girl führt. Sie hatte beschlossen, das Leben von Edelprostituierten und ihre Kenntnisse über AIDS zu erforschen. Deshalb begann sie, derartige Dienste zu kontaktieren, um sich mit den Mädchen unterhalten zu können. Ich glaube, im Laufe ihrer Recherche fing sie an, sich für diese Art der Arbeit zu begeistern. Ich denke, es war auch wegen der Bezahlung, denn sie war pleite und hatte ihre Kreditkarten überzogen. Außerdem wollte sie ein neues Auto und musste ihr Studium finanzieren. Das Geld, was man verdient, ist weit mehr, als wenn man im Steakhouse arbeitet. Letztlich bekam sie $250 pro Verabredung. Vielleicht haben Frauen so ihre eigenen Fantasien über sich selbst. Und vielleicht lebte sie sie aus. Ich glaube, sie hatte ihre eigenen Fantasien und wollte mehr Aufmerksamkeit auf eine distanzierte Art und Weise. Und als Prostituierte bekam sie diese Aufmerksamkeit. Das gab ihr vielleicht Kraft. Nach heftigem Bestreiten des Escort-Service bestätigt sich doch die Vermutung von Todd. Tina Bigger arbeitet unter dem Namen Crystal als Hostess für eine Begleitagentur. Und es gibt noch mehr Überraschungen. Tina arbeitet für zwei weitere Dienste und hat somit Kontakt zu mehreren Dutzend Personen. Unbekannte Freier, die nun alle verdächtig sind, etwas mit dem Verschwinden der Studentin zu tun zu haben. Es war wahrscheinlich sehr wichtig für Tina, vor ihrem Freund zu verbergen, was in ihrem Leben noch so passierte. Immerhin lebte sie mit ihm zusammen. Er wusste fast alles über sie, aber wenn er erfahren hätte, dass sie für eine Begleitagentur arbeitet, hätte das einen verheerenden Schaden in seinem und auch ihrem gemeinsamen Leben verursacht. Er war natürlich niedergeschlagen und dachte sogar an Selbstmord, wollte sich mit seiner Pistole erschießen. Dann rief er einige Freunde an, die ihm das aber ausredeten. Letztlich beschloss er, dass er es Tina schuldet, alles zu tun, was nötig ist, um der Sache auf den Grund zu gehen. Tina
Telefongespräche, die die Agentur aufgezeichnet hat, enthüllen zahlreiche Anfragen nach Tina von einem Mann namens Ken Tranchita. Sie treffen sich das erste Mal im Bluebird Motel, genau 12 Tage vor Tinas Verschwinden. Zwischen Tinas persönlichen Sachen in ihrer Wohnung findet die Polizei einen Liebesbrief. Liebe Tina, mein Herz gehört nur dir. Deine Liebe lässt mich schweben. Du bist entschlossen, zu mir zu kommen. Ich weiß, das Warten ist es wert. In Liebe, Ken. Als die Polizei Ken Tranchitas Wohnung durchsucht, bemerkt sie den Namen Crystal auf einem Bild, das am Kühlschrank befestigt ist. Ein örtlicher Autohändler sagt aus, dass sich Tina und Ken bei ihm neue Autos angeschaut haben. In einem Gespräch habe er mitbekommen, dass Tranchita Tina Geld für ein Auto leihen wollte. Ken Tranchita ist ein 42-jähriger Ex-Häftling. In seiner Akte sammeln sich Verurteilungen wegen Fälschung, Betrug, Unterschlagung und Diebstahl. Er ist keineswegs der erfolgreiche Geschäftsmann, den er Tina höchstwahrscheinlich vorgaukelte. Er ist eine Art Herumtreiber, ein Einzelgänger. Er ist ein unbedeutender Dieb und ein kleiner Schwindler. Er hatte ein paar kleine Jobs, aber auch die nicht für lange Zeit. Meiner Meinung nach war er so eine Art kleines Wiesel. Ich weiß nicht, wie man ihn sonst beschreiben sollte. Er hatte eine leise Stimme und war armselig. Er dachte wohl, Tina würde seine Freundin werden oder sowas. Eine Liebesverbindung zwischen ihm und Tina Bigger, diesem typischen amerikanischen Mädchen, das noch so viel in ihrem Leben vorhatte, das machte keinen Sinn. Tranchita gibt zu, Tina Bigger, die er durch die Begleitagentur als Crystal kannte, getroffen zu haben. Er sagt aus, dass sie sich später auch privat, also ohne die Vermittlung der Agentur, trafen. Tranchita behauptet weiter, Tina hätte kein Geld mehr für ihre Liebesdienste genommen und sie seien ein Paar gewesen. Der Polizei erzählte Tranchita, er habe Tina eine Woche zuvor zum Flughafen gebracht. Sie sei zu einem Kunden nach Ohio geflogen. Doch bei der Überprüfung der Aussage stellt sich heraus, dass Tinas Name auf keiner Passagierliste steht. Ken sagt weiter aus, dass Tina ihm während ihrer Abwesenheit das Auto anvertraut hat. Einer Durchsuchung des Autos durch die Polizei stimmt der Mann bereitwillig zu. Im Auto findet die Polizei weitere Namen und Adressen von Kunden sowie die Wegbeschreibungen zu ihnen. Von den Notizen aus ihrem Auto und von der Agentur erfuhren wir, dass sie Kontakt zu Leuten hatte, die außerhalb des Bundesstaates, ja sogar außerhalb des Landes lebten. Also war es auch durchaus möglich, dass sie irgendwo hingefahren war. Warum hat Tina Bigger keine Nachricht hinterlassen? Warum wusste der Escort-Service nichts? Und was findet die Polizei in diesem Gebüsch? Die Polizei steht vor einem Rätsel. Ein Callgirl ist verschwunden. Der letzte, der sie gesehen hat, ist ein Freier namens Ken Tranchita. Und im Kofferraum des Autos der Vermissten finden die Ermittler zwar viel Gerümpel, aber keinen Hinweis auf ein Verbrechen. Die Wissenschaft hat bewiesen, dass Mörder, die zum ersten Mal töten, ihre Opfer in Gegenden verstecken, die ihnen vertraut sind. Und so sucht die Polizei mit Spürhunden die Umgebung von Tranchitas Wohnung ab. Richard Hitu von der Michigan State Polizei arbeitet mit seinem Schäferhund Kai. Kai ist auf das Aufspüren von menschlichen Körpern trainiert. Um den Hund zu schulen, versteckt der Polizist kleine menschliche Gewebe- oder Flüssigkeitsproben im Trainingsgebiet. Der Hund wird nicht belohnt, wenn er tierische Überreste findet, sondern nur, wenn er Menschliches entdeckt. Daher sucht er länger und ausgiebiger, denn er will ja die Belohnung haben. Hito und Kai suchen im Waldgebiet rund um Tranchitas Mietshaus und auch in der Gegend eines Klosters, wo der Verdächtige oft spazieren geht. Und obwohl sie mehrere Hektar Waldgebiet durchkämmen, bleibt die Suche erfolglos. Die Polizei hat keinen Beweis, um Ken Tranchita festzunehmen. Nach einer erneuten Befragung kann er gehen.
Dr. Mark Bennecke ist Blutspurenexperte und kennt die Vorgehensweise bei Ermittlungen. Genauigkeit spielt eine wesentliche Rolle auf dem Weg zum Erfolg. Eine Grundregel lautet, man muss möglichst im Umkreis von mehreren Metern suchen, ob man nicht kleinste Spuren findet. Eine weitere Regel lautet, schau auch mal über sozusagen den Tellerrand, also über deine Kopfhöhe. Häufig finden sich nämlich auch einzelne Spuren an der Decke oder in Raumecken, wo man sie normalerweise gar nicht vermuten würde. Faustregel ist also hier, such so lange und so viel es geht, nimm dir so viel Zeit wie nur immer möglich. Hatten die amerikanischen Kollegen das beherzigt? Da sie keinen anderen Anhaltspunkt als das Auto haben, entscheiden sich die Beamten nochmals für eine Durchsuchung des Kofferraums. Verlegen stellen die Beamten fest, dass die vermeintlichen Kaffeeflecken auf der Tasse getrocknete Blutstropfen sind. Und als sie den Teppich im Kofferraum abziehen, entdecken sie in der rechten Ecke eine Blutlache. DNA-Tests ergeben, das Blut stammt von Tina Bigger. Die Ermittlungen wurden zwar schon vorher wie bei einem Mordfall durchgeführt, doch als man das Blut fand, bestand kein Zweifel mehr daran. Die Menge des Blutes im Kofferraum deutet auf Mord hin. Und da das Auto seit Tinas Verschwinden in Tranchitas Besitz ist, wird der Mann erneut zum Hauptverdächtigen. Doch jetzt ist auch Ken Tranchita plötzlich verschwunden. Und dann gelingt der Polizei einen Monat nach Tina Biggers Verschwinden der erste Durchbruch. Ken Tranchitas Bruder schlägt der Polizei vor, das heruntergekommene Haus einer verstorbenen Tante zu durchsuchen. Das Haus ist nur 10 Meilen von Tinas Wohnung entfernt. Zwischen den Bäumen hinter dem Haus findet die Polizei den stark verwesten Körper einer jungen Frau. Kein Fleisch und kein Organ war mehr übrig, sondern nur Knochen, Haare und Knochen. So hatte der Gerichtsmediziner wirklich nicht viel Material für eine Bestimmung. Der Vergleich der Zähne bringt den endgültigen Beweis. Es handelt sich um Tina Bigger. Doch lässt der Körper des Mädchens noch Rückschlüsse auf die Todesursache zu? Dr. Christian Schümer ist Rechtsmediziner an der Uniklinik in Homburg. Seine Aufgabe ist es, anhand von Hinweisen an der Leiche die Todesursache zu bestimmen. In besonders günstigen Fällen können Spuren an der Leiche, entsprechende Hämatome, entsprechende Verletzungen durchaus Rückschlüsse auf die verursachende Gewalt und auch auf die Täterstellung in Bezug zum Opfer, als auch natürlich die Täterkonstitution liefern. Da die Verwesung bei Tina Bigger im Halsbereich begonnen hat, vermutet auch der zuständige Rechtsmediziner, dass Tina erwürgt wurde. Es war eine unnatürliche Todesursache. Im Kopfbereich gab es keine Brüche. Es muss also im Halsbereich passiert sein. Das nennen wir auch Halstrauma. Ich konnte nicht feststellen, dass der Hals aufgeschlitzt, sie erwürgt oder erstickt wurde. Aber es muss eine Halsverletzung gewesen sein. Das ist meine Schlussfolgerung. Es beginnt eine landesweite Suche nach Ken Tranchita. Er wird schließlich in einem heruntergekommenen Viertel im Zentrum von Detroit entdeckt. Als die Polizei eindringt, versucht Ken, sich im Badezimmer noch die Pulsschlagadern aufzuschneiden. Dann gibt er auf. Nach einem mehrstündigen Verhör gibt Ken Tranchita schließlich zu, dass er und Tina eine Auseinandersetzung wegen Geld hatten. Tina sei gefallen und tödlich mit dem Kopf aufgeschlagen. The money is coming. Aber die Röntgenaufnahmen von Tinas Schädel widerlegen dieses Szenario. Sie hatte keinen Schädelbruch. Wenn sie innere Schädelblutungen gehabt hätte, wären dort Blutflecken gewesen. Das ist aber nicht der Fall. Auch wenn man anhand der Blutlache im Auto davon ausgeht, dass sie eine Kopfwunde hatte, ist klar, dass die Wunde nicht todesursächlich war. Als Tranchita mit dieser Information konfrontiert wird, macht er eine schockierende Aussage. Was er sagte war: Haben Sie jemals eine Person so geliebt, dass Sie sie von ihren Problemen erlösen wollten? Die Polizei drängte ihn, genauer zu werden. Was meinte er? Nun, wissen Sie, Tina ging es in den letzten Tagen so miserabel. Da beschloss ich, es für sie zu beenden und ihr aus der Misere zu helfen. Als die Polizei das hörte, dachten alle, mein Gott, wir haben es mit einem Mörder zu tun. Holy Jesus, we have a first degree murder.
Euer Ehren, ist es möglich und würde es dem Gericht nützen, die Verhandlung einfach zu beenden? Ich möchte meine Rechte nicht weiter nutzen. Ich bekenne mich schuldig, Euer Ehren. Mit dieser Aussage nimmt Ken Tranchita ein Angebot der Staatsanwaltschaft an und bekennt sich des Mordes zweiten Grades für schuldig. Tinas Familie stimmt dieser Abmachung zu. Es sollte verhindert werden, dass die Öffentlichkeit von dem Doppelleben erfährt. Die Staatsanwaltschaft glaubt, dass es einen heftigen Streit gibt, als Tina herausfindet, dass Ken sie belogen hat und er kein Geld für ein neues Auto besitzt. Im Kampf schlägt Tina mit ihrem Kopf auf und verletzt sich. Dann wird sie zu Tode gewürgt oder erstickt. Anschließend legt Tranchita Tinas Körper in den Kofferraum ihres Autos und versteckt die Leiche in der Nähe des Hauses seiner Tante. Das ist das grausame Ende einer abenteuerlichen Beziehung. Tina war an einer Kreuzung ihres Lebens angekommen. Sie war verwirrt und hatte Geldprobleme. Niemand kann sagen, warum sie tatsächlich die Grenze überschritten hat. Aber es besteht kein Zweifel daran, dass sie ein klar strukturiertes Leben hatte, mit klaren Prioritäten. Sie war eine erstklassige Führungsperson, eine gute Studentin, einfach eine großartige Person, ein Spaßvogel und jedem ein guter Freund. Wie sie nun von A nach B kam, ich meine zu diesem Escort-Service, ist vielen ein Rätsel. Ken Tranchita wird zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt. Tina Bigger führte ein Doppelleben und fiel dabei einem Schwindler in die Arme. Als Tina in dieses Doppelleben geriet, hatte sie Vorstellungen, die eher an den Film Pretty Woman erinnerten. Richard Gere sollte kommen und würde sie retten, ihr wunderbare Geschenke machen und ihren Lebensstil verbessern. Aber das ist nicht das reale Leben eines Callgirls. Man kann auf sehr verzweifelte und seltsame Charaktere treffen. In ihrem Fall war es leider nicht Richard Gere, den sie traf, sondern Ken. Und dass Tina letztendlich tot auf dem Feld gefunden wurde, entspricht eher der Wirklichkeit als der Kinofilm. Ich glaube, mit dem Erzählen der Geschichte von Tina Bigger haben wir eine Botschaft an alle Mädchen geschickt, die in diesem Geschäft sind, die in dieses Geschäft wollen und an die, die ein bisschen in einer Welt herumspielen wollen, in die sie nicht gehören. Die Botschaft ist, dass du Probleme bekommst und in einer Situation endest, die du nicht kontrollierst und die am Ende sogar deinen Tod bedeuten kann. Tina Bigger kann diesen Rat nicht mehr beherzigen, denn Ken Tranchita wurde ihr Rendezvous mit dem Tod. Zu einem ähnlich verhängnisvollen Treffen kommt es in Kalifornien. Wegen seiner atemberaubenden Strände und den schönen Körpern ist dies ein beliebter Ort von Fotografen und Filmemachern. Das erfolgreiche Model Linda Sobeck verschwindet hier im Jahr 1995 auf dem Weg zu einem Fotoshooting. Lindas Bilder sind es, die ihr zum ersten Erfolg verhelfen und letztlich Licht in das Geheimnis ihres Verschwindens bringen. Hermosa Beach, Kalifornien, nur 15 Meilen südlich von Los Angeles. Die Sonne, der Sand und das Surfen ziehen die Jungen und Schönen an. Linda Sobeck ist 27, blond, Schauspielerin und Model. Sie wohnt ganz in der Nähe der Strandpromenade. Sie ist Cheerleader der Footballmannschaft der Los Angeles Raiders sowie ein beliebtes Model für Bikinis, Damenwäsche und Kalender. Und sie will Schauspielerin werden. Wegen ihrer Größe von nur 1,60 ist sie zu klein und zu athletisch für die Top-Modebranche. Aber ihr gutes Aussehen und ihr wohlgeformter Körper bringen ihr dennoch genügend Aufträge. Linda hat am Morgen des 16. November 1995 einen kurzfristigen Fototermin angenommen. Sie schnappt sich ein paar Kleider und geht. Ihrer Mutter hinterlässt sie die Nachricht, dass sie sie später anrufen werde. Seitdem hat man nichts mehr von ihr gehört.
Keine Sorge, Linda hat viel zu tun, sie ist zur Arbeit, aber meine Mutter sagte die ganze Zeit, nein, nein, ich weiß, da stimmt was nicht. Am Nachmittag hat Linda noch ein Vorsprechen für die Fernsehserie Mit Kindern verheiratet, aber sie kommt nicht. Jeder wusste, dass Linda dieses Vorsprechen nicht verpassen wollte. Deshalb waren ihre Eltern auch beunruhigt und fingen an, sie intensiv zu suchen. Die Familie hat 53.000 Flugblätter verteilt, auf denen eine Belohnung von $20.000 versprochen wurde. Ich hatte eines ihrer Adressbücher und fing an, alle Mädchen anzurufen. Offensichtlich hat Linda gegen ihre eigenen Prinzipien verstoßen. Keiner weiß, wo sie ist und keiner kennt den Namen des Fotografen. Da dieser Auftrag nicht über die Modelagentur läuft, gibt es keinerlei Informationen. Zwei Tage später findet ein Arbeiter im Los Angeles Nationalpark in einer Mülltonne Fotos von einer schönen jungen Frau. Die Aufnahmen gefallen ihm, er nimmt sie mit nach Hause. Er steckte die Bilder in seinen Rucksack und ging nach Hause. Erst am Montagabend erinnerte er sich wieder an sie, als er im Fernsehen die Berichterstattung über die Ermittlungen sah. Als ihm klar wird, dass es Fotos des vermissten Models sind, ruft er sofort die Polizei an. Zwei Jahre zuvor hatte man ganz in der Nähe die Überreste eines Skeletts gefunden. Die Knochen gehörten zum blonden 20-jährigen Fotomodell Kimberly Pendelius. Auch Kim hatte kurzfristig einen Termin mit einem unbekannten Fotografen angenommen. Ihr Mordfall wurde nie aufgeklärt. Der Gedanke, dass sich Linda irgendwo im Nationalpark befindet, ist entmutigend. Das Gebiet umfasst rund 1600 Quadratkilometer. Einige Tage nach dem Verschwinden Linda Sobecks meldet sich ein freiberuflich arbeitender Fotograf namens Charles Rathbun mit Informationen bei der Polizei. Rathbun sagt aus, er sei am Morgen des Verschwindens mit Linda in einem Dennis-Restaurant gewesen. Sie hätten über ihre Fotomappe gesprochen. Nach Ende der Besprechung hätten sie sich getrennt. Jeder sei seinen eigenen Weg gegangen. Lindas Auto wird auf dem Parkplatz des Restaurants gefunden. Die Untersuchungen, die an dem Fahrzeug vorgenommen werden, liefern keinen Hinweis auf ein Verbrechen. Aber die Polizei ist dennoch misstrauisch. Denn unter den Gegenständen, die in der Mülltonne gefunden werden, befindet sich neben Lindas Fotos und Terminkalender auch ein Mietvertrag für einen Lexus. Der Name, der auf dem Dokument steht, lautet Charles Rathbun. Rathbun vermutet, dass der Mietvertrag bei ihrem morgendlichen Treffen aus Versehen in Lindas Mappe geraten sei. Noch am selben Tag macht der Fotograf Bilder von diesem Lexus für das Auto Week Magazin und bringt das Fahrzeug dann am nächsten Tag zurück. Obwohl der Leihwagen innen und außen gründlich gewaschen wird, findet die Polizei mehrere Spuren. Auf dem Rücksitz befindet sich ein verdächtiger roter Fleck. Der Test ergibt, dass es sich um einen Blutfleck handelt. Weitere Tests beweisen, dass es menschliches Blut ist. An dem Verdeck werden neben Blut auch Speichelreste gefunden. Ohne weitere Anhaltspunkte konzentrieren sich die Untersuchungsbeamten weiter auf den Lexus. Ist der Wagen in der Nähe des Fundortes von Lindas Fotos gewesen? Zuerst schmieren wir einen Autoreifen mit Vaseline ein und rollen ihn über ein Stück Pappe. Dann nehmen wir ein magnetisches Abdruckpulver, um die Reifenspur auf der Pappe sichtbar zu machen. Auf der Pappe entsteht der gleiche Abdruck des Reifenprofils, der auch an dem von uns gesuchten Ort hinterlassen worden sein muss. Aber einen Reifenabdruck zu finden in einem Gebiet von über 1600 Quadratkilometern scheint aussichtslos. Es überrascht nicht, dass Charles Rathbun erneut befragt wird. Und dieses Mal erzählt er eine andere Version seiner Geschichte.
Rathbun behauptet, er habe Linda gebucht, um sie in und mit dem Lexus zu fotografieren. Nach El Mirage seien sie gefahren, einem ausgetrockneten Flussbett, etwa 2 Stunden nördlich von Hermosa Beach. Lindas Aufgabe sollte es sein, mit dem Wagen kleine Kreise zu fahren, während Rathbun seine Fotos schießt. Der Fotograf demonstriert Linda das Manöver. Rathbun sagt aus, plötzlich habe er die Kontrolle über den Wagen verloren, das Model versehentlich gerammt und dabei getötet. Seiner Aussage nach gerät Rathbun in Panik. Er verstaut Lindas Körper auf der Rückbank des Wagens und fährt zu einer abgelegenen Gegend im Nationalpark. Dort begräbt er Lindas Körper. Er war sehr vage und sagte immer wieder, ich kann mich nicht erinnern. Er brach in Tränen aus und sagte, ich bin nicht sicher, wo sie ist, aber ich kann sie hinbringen. Der Lexus hat äußerlich keinen Schaden, der auf einen Unfall hindeutet. Und so hoffen die Beamten, Linda vielleicht noch lebend zu finden. Sie drängen Rathbun, sie zu ihrem Grab zu führen. Doch die Suche bleibt erfolglos. Er hielt uns zum Narren. Er wusste genau, wo sie war. Er spielte auf Zeit, damit Lindas Körper verwest ist, bevor sie ihn finden. Die Ermittler drängen Rathbun erneut, mehr zu verraten. Diesmal suchen sie das Gebiet mit einem Hubschrauber ab. Nach mehreren erfolglosen Versuchen führt Rathbun sie schließlich zu Lindas Körper. Sie liegt in einem 60 cm tiefen Grab. Ganz in der Nähe wird im weichen Sand der linke Reifenabdruck des Lexus gefunden. Ihr Körper war überraschenderweise vollkommen erhalten. Da sie schon 9 Tage begraben war, hatte ich eigentlich keine Hoffnung mehr, dass es noch weiches Gewebe für eine Diagnose gab. Doch es war so und das überraschte mich. Die Autopsie wird nun die Todesursache klären und die Frage, war es ein Unfall oder Mord? Linda Sobecks Autopsie enthüllt eine Menge Informationen über ihren Tod. Außer einigen Blutflecken über ihrem rechten Ohr weist ihr Körper keine typischen Verletzungen eines Autounfalls auf. Der Alkoholgehalt in ihrem Blut beträgt 1,3 Promille. Und sie starb nicht durch einen Autounfall, wie Rathbun behauptet, sondern durch Erstickung. Sie wehrte sich. Sie hatte Blutungen in der Lunge, am Hals, den Augen, was typische Anzeichen sind, dass gegen eine Erstickung angekämpft wird. Sie war bei vollem Bewusstsein und kämpfte um ihr Leben. Das Erwürgen oder Ersticken des Opfers ist die häufigste Tötungsmethode von Vergewaltigern. Das hinterlässt typische Spuren. Bei einer Obduktion geht es natürlich in erster Linie um die Frage des Fremdverschuldens. Die einfachste Einwirkung ist die äußere Gewalteinwirkung. Und deswegen schauen wir natürlich von Kopf bis Fuß an der Leiche, insbesondere nach Hämatomen, also Blutergüssen, Blutunterlaufungen, nach deren Form, um etwas auf die einwirkende Kraft rückschließen zu können, auf die Intensität zum Beispiel von Schlägen. Des Weiteren gucken wir auf besondere werkzeugbedingte Spuren, also zum Beispiel auch das Würgen mit der Hand am Halse hinterlässt teilweise Fingerabdruckmarken, also das heißt Fingernagelspuren. Spuren, die in Form von Hämatomen auch an Linda Sobecks Hals gefunden werden. Wenn die Hämatome nur im Unterhautfettgewebe angesiedelt sind, war eben die Gewalteinwirkung eher oberflächlicher Art. Wir haben aber auch zum Beispiel bei der Gewalteinwirkung auf den Hals, beim Würgen, Hämatome, die sich bis auf die den Kehlkopf umgebende Muskulatur erstrecken. Und es gibt weitere Spuren. Blaue Flecken, ein verdrehtes Handgelenk und Fesselspuren an ihren Fußknöcheln.
Das weist darauf hin, dass ihre Beine gewaltsam auseinandergespreizt und in dieser Position gehalten wurden. Sie kämpfte dagegen an, denn es gab Abschürfungen an den Beinen, die auf einen Kampf hindeuten. Und es hat den Anschein, als sei Lindas Körper gewaschen worden. Sie trug kein Make-up und es scheint so, als sei ihre Kleidung vor dem Vergraben gewechselt worden. Ich nenne das eine Mädchensache. Aber der Sitz ihrer Kleidung verwirrte mich. Ihr Reißverschluss war bis zum Hals geschlossen. Das wunderte mich, weil es nicht normal ist. Die meisten Frauen öffnen ihre Kleider viel, viel weiter. Das war eine ungewöhnliche Position. Zusätzlich gibt es Hinweise auf erzwungenen Analverkehr. Ein Blick in die Vergangenheit von Charles Rathbun bringt wechselhafte Wesenszüge zum Vorschein, die ihn schon einige Aufträge gekostet haben. Er kann sehr persönlich und charmant sein, verliert aber ebenso schnell die Geduld und geht in die Luft, schmeißt bei Shootings mit Gegenständen um sich. Er kann sehr höflich und freundlich mit den Models sprechen und im nächsten Moment geht er hinter seine Kamera und sagt abfällige Dinge über sie. Einige Jahre zuvor war Charles Rathbun in Columbus, Ohio, verhaftet worden. Er wurde beschuldigt, eine Mitarbeiterin vergewaltigt zu haben. Rathbun behauptet, der Sex sei beidseitig gewollt gewesen. Er wurde freigesprochen. Die Durchsuchung des Hauses von Rathbun bringt eine Sammlung von über 200 Waffen zum Vorschein. Von besonderem Interesse ist eine halbautomatische 45mm-Pistole. Die Waffe wurde auf Blutspuren untersucht. Ein Experte vermutete, dass die Waffe zum Missbrauch des Opfers benutzt wurde. Bei so einem Test untersucht man die Waffe zuerst bei normaler Zimmerbeleuchtung. Blut wurde so nicht gefunden. Aber als ich die Waffe dann mit chemischen Mitteln behandelte und einen Bluttest machte, entdeckte ich eindeutig Blut am Verschluss, an der Oberseite der Waffe. Nun, wir fanden viele Beweismittel in seinem Haus und erfuhren viel aus Gesprächen mit seinen Freunden. Er mochte keine blonden Frauen. Linda bezeichnete er als kleine Schlampe, mit der es schwierig war zu arbeiten. Charles Rathbun wird verhaftet und des erzwungenen Analverkehrs mit einem Gegenstand sowie des Mordes beschuldigt. Rathbun behauptet weiterhin, dass Lindas Tod ein Unfall gewesen sei. Linda habe an diesem Tag viel getrunken und nachdem er sie versehentlich mit dem Lexus angefahren hatte, fing sie an zu treten und zu schreien. Bei dem Versuch, sie zu bändigen, habe er sie unbeabsichtigt erstickt. Es ist völlig absurd anzunehmen, dass sie während der Fotoaufnahmen getrunken hätte. Insbesondere wenn man bedenkt, dass sie an diesem Abend ein Interview bei einem Fernsehsender hatte, das sie auf keinen Fall gefährden wollte. Dann lässt Rathbun die Bombe platzen. Er behauptet, dass die sexuelle Begegnung mit Linda an diesem Tag nicht gewaltsam gewesen sei, sondern in gegenseitigem Einverständnis. Sie hätten Sex miteinander gehabt, bevor der Unfall mit dem Auto geschehen sei. Es würden Nacktfotos existieren, die das beweisen. Der Angeklagte sagte seinem Bruder, Robert Rathbun, dass noch Bilder in der Wüste liegen, die seine Unschuld und Lindas Zustimmung zum Geschlechtsverkehr beweisen würden. Er zeichnete ihm eine Wegbeschreibung, wo die Filme zu finden seien. Der Bruder und seine Freundin fuhren in die Berge, um die Filmrollen zu holen, die monatelang in der Einöde der Sonne, dem Wind und dem Regen ausgesetzt waren. Robert Rathbun findet tatsächlich 5 Filme, doch anstatt sie der Polizei zu übergeben, entwickelt er sie selbst. 4 Rollen enthalten Bilder von Linda, auf denen sie in 2 unterschiedlichen Outfits posiert. Auf einigen Bildern sieht Lindas Kleidung unordentlich aus und in ihrer Strumpfhose ist ein Loch. Hat Linda sich wirklich freiwillig fotografieren lassen? Die 5. Rolle ist durch Wasser beschädigt, doppelt belichtet und pornografischen Inhalts.
Die fünfte Filmrolle beinhaltete eine Serie von doppelt belichteten Bildern. 12 waren vom Armaturenbrett des Wagens und 11 pornografische von weiblichen Geschlechtsorganen. Man sah keinen Kopf, kein Gesicht und auch keinen Körper. Nur auf wenigen Hände und in erster Linie Nahaufnahmen von weiblichen Geschlechtsorganen. Die Bilder waren durch die Wasserbeschädigung getrübt und das machte sie so geheimnisvoll. Wir konnten immer nur Teile von den Fotos erkennen. Gemäß der Verteidigung deuteten diese Fotos darauf hin, dass Linda Sobeck tatsächlich an dem Tag, an dem sie verschwand und starb, freiwillig Sex mit dem Angeklagten hatte. Aber zeigen die Bilder wirklich Linda Sobeck? Die Fotos werden im Polizeilabor und gleichzeitig bei einer Raumfahrtgesellschaft vergrößert. Die Raumfahrtgesellschaft scannte die Fotos ein und unterstützte mich 3 Tage lang, während ich jedes Pixel auf seine Bedeutung hin untersuchte. Im Hintergrund kann man einige Teile vom Armaturenbrett des Wagens erkennen. Aber das Logo auf dem Lenkrad ist nicht das eines Lexus. Es ist ein Oldsmobile-Prototyp, den Rathbun im Rahmen eines früheren Projekts fotografiert hat. Das Lenkrad des fraglichen Wagens hat ein völlig anderes Logo als der Lexus. Und auch der Tempomat am Lenkrad ist etwas, das der Lexus nicht hat. Zeigen die Nacktbilder dennoch Linda? Die Ermittler vergleichen die Modeaufnahmen mit den Fotos der Autopsie. Es war klar, dass das nicht Linda Sobeck war. Und die Bilder deuteten in keiner Weise auf einen freiwilligen Sexakt hin. Das Kleid und die Autositze stimmten nicht. Die Hände auf den Bildern sehen männlich aus und stimmen nicht mit denen des Opfers überein. Und die Liste wird lang und länger. Und die Staatsanwaltschaft glaubt Rathbun sein Unfallszenario nicht. Sie vermutet, als Rathbun an diesem Tag seine Fotos macht, ist es für Linda nur ein Job, für schuldig gesprochen und zu lebenslanger Gefängnisstrafe ohne Bewährung verurteilt. Ich glaube, dass sich Rathbun nach seinem 18. oder 19. Lebensjahr emotional nicht weiterentwickelt hat und somit nicht in der Lage ist, mit der Ablehnung einer Frau umzugehen. Seine Reaktionen waren unangemessen und erstreckten sich von blöden Kommentaren bis hin zu sexuellen Annäherungen, Berührungen und sogar Vergewaltigungen, die ihren Höhepunkt in Lindas Ermordung erreichten. Die gerichtsmedizinischen Beweise waren in diesem Fall sehr wichtig. Die Bilder, die er zu seiner Verteidigung und Rettung einsetzen wollte, bewirkten eigentlich seine Verurteilung. Die Familie Sobeck fordert, dass der Bruder, Robert Rathbun, für das Besorgen der falschen Beweismittel bestraft werden soll. Robert Rathbun gab im Zeugenstand zu, die Wegbeschreibung, die sein Bruder gezeichnet hatte und mit deren Hilfe er die Filme finden sollte, zerrissen zu haben. Er gestand und nahm die Schuld freiwillig auf sich. Die Staatsanwälte vermuten, dass Charles Rathbun auch mit dem Tod Kimberly Pendelios etwas zu tun haben könnte. Kim hatte ebenfalls am Tag ihres Verschwindens einen unbekannten Fotografen in einem Dennis-Restaurant getroffen. Und ihre Überreste wurden nur wenige Meilen von Linda Sobecks Leiche entfernt gefunden. Bis zum heutigen Tag wurde niemand wegen des Mordes an Kim Pendelios bestraft. Zwei Freunde verbringen einen verhängnisvollen Nachmittag mit Tontaubenschießen. Nur einer kehrt zurück. Der andere stirbt. Ein Unfall. Was an diesem Tag geschieht, schockiert eine ganze Stadt und birgt ein Geheimnis, für dessen Enthüllung fast 20 Jahre ins Land gehen.
Montrose ist eine ruhige ländliche Gegend im Nordosten von Pennsylvania. Jeder kennt jeden in der Gemeinde. Es gibt imposante Wohnhäuser und nur eine Verkehrsampel. Das Gerichtsgebäude dominiert die Stadtmitte. 1976. Der 30-jährige Martin Dillon lebt mit Ehefrau Pat und seinen beiden Kindern in Montrose. Dillon hat sich einen Namen als junger, aufsteigender Rechtsanwalt gemacht, spezialisiert auf Eigentumsrecht. Sein Ziel ist es, Bezirksanwalt zu werden. Am 2. Juni verlässt Martin Dillon sein Büro früher als sonst. Er fährt zum Tontaubenschießen zur Jagdhütte seiner Familie, einem abgelegenen Platz namens Gunsmoke. Dr. Stephen Scheer begleitet ihn. Scheer ist Arzt in der kleinen Stadt und ein guter Freund der Familie Dillon. Martin fragt an diesem Tag auch andere Freunde, ihn zu begleiten, doch alle haben schon was vor. Ich sagte, Marty, ich schaffe es einfach nicht, ich habe noch so viel zu tun. Und ich bin einfach nicht mitgegangen. Einige Stunden später ist Martin Dillon tot. Martin Dillon lag mit ausgestreckten Armen auf dem Rücken. Unter einem Arm lag eine Wurftaube. Die Wunde war genau in der Mitte seiner Brust an seinem Herzen. Kein Zweifel, der Schuss ging direkt ins Herz. Dillons Sonnenbrille und seine Ohrenschützer liegen auf dem Boden in der Nähe seines Körpers. Der Schnürsenkel seines rechten Stiefels ist offen. Dr. Scheer erzählt der Polizei, dass Dillon und er auf dem Weg zur Hütte waren. Plötzlich habe Dillon ein Stachelschwein ausgemacht, nach Scheers geladener Schrotflinte gegriffen und das Tier verfolgt. Scheer sagte aus, Dillon sei über seinen Schnürsenkel gestolpert und in die Waffe gefallen. Ein versehentlich gelöster Schuss trifft ihn direkt in die Brust. Sofort versucht Scheer, erste Hilfe zu leisten, läuft dann zu einem Nachbarhaus und holt Hilfe. In einem Wutanfall zerschmettert er die Waffe an einem Baum und erklärt, dass sie nun niemanden mehr töten würde. Der Polizist Frank Zenin schoss die Fotos am Tatort. Ich fragte, wo rannte er hin? Er antwortete, den Weg runter hinter dem Stachelschwein her. Das ergibt keinen Sinn, weil sein Schnürsenkel offen ist. Darauf er, ja, deshalb ist er auch darüber gestolpert. Der Stiefel ist aber normalerweise hoch bis zum Bein verschnürt. Wenn er gerannt wäre, hätte der Stiefel weit geöffnet sein müssen. Und Zenin beschäftigt noch ein anderer Teil der Geschichte. Nun, er sagte, dass er ihn umgedreht hat, um erste Hilfe zu leisten. Ich fragte, erste Hilfe? Ein Arzt macht bei einem Mann mit einem Loch im Herzen erste Hilfe. Der war tot. Martin Dillons Körper wird ins Leichenschauhaus nach Montrose gebracht. Er wurde hierher in die Leichenhalle gebracht und auf die Bahre gelegt. Er war noch vollständig bekleidet. Im Gesicht, an den Händen und auf seiner Kleidung war überall Blut. Als ich am nächsten Tag kam, um zu sehen, wann die Autopsie ist, durfte ich nicht hinein. Jemand anders mache das. Was meinen Sie damit? Das ist mein Fall. Sie antworteten, nein, du gehst da nicht rein. Ein Allgemeinmediziner vollzieht die Autopsie und protokolliert, dass die Wunde ovalförmig ist, knapp 4 cm lang und 2,5 cm breit. Todesursache, ein Schuss mitten in die Brust. Der Untersuchungsrichter, kein besonderer Freund von Dillon, erklärt den Todesfall zum Unfall. Die Beerdigung findet in der Kirche statt, in der Martin Dillon geheiratet hat. Dr. Scheer ist einer seiner Sargträger. Bei Martin Dillons Vater Larry wird die Trauer von Zweifeln und Misstrauen überschattet. Er glaubt nicht, dass sein einziger Sohn durch einen Unfall gestorben ist. Ein paar Monate nach dem Tod von Martin Dillon lässt sich Dr. Stephen Scheer von seiner Frau Anne scheiden. Stress, ausgelöst durch den Tod des besten Freundes, sagen die einen. Andere behaupten, das Paar habe schon seit längerer Zeit Probleme gehabt. Stephen Scheer verlässt die kleine Stadt Montrose und lässt sich schließlich in North Carolina nieder. Eineinhalb Jahre später heiratet Stephen Scheer zum zweiten Mal. Seine neue Frau ist Pat Dillon, die
Witwe seines besten Freundes Martin Dillon. Als Larry Dillon erfährt, dass seine Schwiegertochter und seine Enkelkinder zum einzigen Zeugen im Todesfall seines Sohnes ziehen, erhärten sich seine Bedenken. Er zweifelt am Ergebnis der Autopsie, da sie von einem Familienarzt durchgeführt wurde, der nicht gerichtsmedizinisch ausgebildet ist. Larry Dillon wendet sich an den ehemaligen Polizisten Stu Bennett, einen Freund seines Sohnes. Der betreibt mittlerweile eine kleine Firma in Montrose, die sich auf die Rekonstruktion von Unfällen spezialisiert hat. Er glaubte, dass sein Sohn ermordet wurde. Er konnte mir nicht genau sagen, warum. Er fühlte es irgendwie, dass es so, wie es berichtet wurde, nicht gewesen sein kann. Bennett studiert die Autopsiefotos und liest den ärztlichen Bericht. Das Erste, was er bemerkt, ist die 4x 2,5 cm große Wunde. Der innere Durchmesser einer 16er Schrotflinte beträgt 1,6 cm. Eine aufgesetzte Schusswunde, so wie bei Dillons vermutetem Unfalltod, hätte exakt die gleiche Größe, 1,6 cm. Dr. Christian Schümer ist Rechtsmediziner und Experte für Schussverletzungen. Er kennt die Besonderheiten der Munition einer Schrotflinte. Schrote haben nun mal die Eigenschaft zu streuen. Wenn die Schussentfernung also zunimmt, werden sich die Schrote über eine zunehmend große Körperoberfläche verteilen. Und zwischendrin hat man Distanzen, in denen die Schrote praktisch anfangen, das Paket zu verlassen, aber noch praktisch im Paket ankommen. Und dann kommt es zu einer Art Zähnelung und Ausfranzung der Wundränder. Stu Bennett führt ein Experiment durch. Er zieht ein Stück Leder über eine Puppe und benutzt eine 16er Schrotflinte mit der gleichen Munition wie beim Unfall. Um ein Einschussloch wie beim Opfer zu erhalten, muss er die Waffe zwischen 90 cm und 1,50 m entfernt halten. Bei meiner Berechnung gehe ich vom Ende des Laufs aus, da wo die Ladung rauskommt. Dann kommt noch der Abstand bis zum Abzug dazu, knapp 1 Meter. Das Opfer ist also jetzt zwischen 1,50 Meter und 2 Meter vom Abzugsgehäuse entfernt. Es kann die Waffe nicht selbst abgefeuert haben, es sei denn, es hätte einen Stock oder eine Art Schnur dazu benutzt, um die Waffe selbst abfeuern zu können. Und auf Dillons Hemd befinden sich keine Rückstände von Schießpulver, das sich nach einem aufgesetzten Schuss dort hätte befinden müssen. Im Lauf der Schrotflinte wird auch kein Blut gefunden. Stu Bennett vermutet nun Mord und teilt dies Larry Dillon mit. Er war nicht überrascht, aber die Familie brach zusammen und weinte. Den Dillons und anderen Bewohnern der kleinen Stadt Montrose kommen immer mehr Gerüchte zu Ohren. Dr. Shear und Pat Dillon sollen schon vor Martin Dillons Tod eine Affäre gehabt haben. Pat Dillon ist Krankenschwester im General Hospital, dasselbe Krankenhaus, in dem auch Dr. Shear praktiziert. Es schien sie nicht zu interessieren, ob es jemand wusste, ob sie jemand sah. Wenn sie ertappt wurden, gingen sie einfach an die Arbeit zurück und taten, als sei nichts geschehen. Die Bitte Larry Dillons an die Behörden, eine erneute Untersuchung durchzuführen, wird zurückgewiesen. Gary Gray berichtet für den Susquehanna County Transcript über den Fall. Das Büro des Untersuchungsrichters ist das mächtigste im Bezirk. Wenn der Untersuchungsrichter einmal eine Entscheidung gefällt hat, dann kann eine andere Untersuchungsbehörde nicht ohne Erlaubnis diese Entscheidung widerrufen. Monate vergehen, sogar Jahre. Die Zeit verrinnt und die Behörden wenden sich anderen Fällen zu. Aber Fragen bleiben. Was ist wirklich an diesem Junitag im Jahr 1976 in Gunsmoke passiert? Fragen, die fast 20 Jahre unbeantwortet bleiben. Der Blutspurexperte Dr. Mark Benecke weiß, dass Blutspritzer, Beweismittel und Tatortbilder auch nach Jahren noch neue Erkenntnisse liefern können. Besonders wichtig ist es zu schauen, wie haben sich die Blutspuren in der Umgebung verteilt. Dazu ist es im Normalfall auch immer wichtig, und das macht die Polizei auch immer, die Kleidung
des möglichen Täters oder von möglicherweise beteiligten oder umherstehenden Personen einzusammeln. Genauso wichtig ist es aber, die Blutspuren an zum Beispiel einer Steinwand, die man jetzt nicht einfach mitnehmen kann, oder an einem Baum sich zu betrachten. Das heißt, diese Spuren kann man normalerweise nur finden, wenn sie sehr, sehr gut fotografiert wurden mit einem Maßstab und einer sehr hochauflösenden Kamera oder wenn man einfach selber nochmal zum Fundort geht. Die Dillons haben Glück. Die Polizei hat das gesamte Beweismaterial, einschließlich der Stiefel von Martin Dillon und Dr. Scheer, aufbewahrt. Sie haben sogar den Baumstumpf direkt neben Dillons Körper verwahrt. Frank Zinnin, der Polizist, der den Tatort fotografiert, ist mit den Dillons einer Meinung. Er glaubt nicht an die Geschichte eines Unfalls. Es ist sehr frustrierend, wenn einfach keiner auf dich hört. Ich respektiere die Polizei, denn immerhin habe ich 28 Jahre für sie gearbeitet. Aber damals gab es die Philosophie, dass die Dienstälteren mehr Gehör fanden als die Jungen. Man hatte nichts zu sagen. Die älteren Kollegen bestimmten. Senior man always ruled. 1991, also 15 Jahre später, senden Frank Zinnin und andere Kollegen die Beweismittel doch noch an das FBI-Labor nach Washington. Dort gehen sie in die Abteilung des Blutspurexperten Herbert McDonnell. Zuerst werden die Stiefel untersucht, die Dr. Scheer am Tage des Unfalls getragen hat. Scheer hat behauptet, dass er ca. 45 Meter von Dillon entfernt war, als dieser hinfiel und der Schuss sich löste. Doch auf den Stiefeln entdecken die FBI-Beamten kleine Blutspritzer. Blut, das mit hoher Geschwindigkeit auf die Stiefel aufgeprallt sein muss, also wahrscheinlich aus einer Schusswunde austrat. Das Wichtigste ist, dass eine relativ hohe, starke Gewalt durch einen Schuss ausgeübt wird, was dazu führen kann, dass es viele kleine, feine Tröpfchen gibt, die sich dann beispielsweise auf einer Wand, die hinter der beispielsweise beschossenen Person stehen, die sich in alle Richtungen abbilden. Die Wucht des Schusses zerstäubt das Blut in sehr kleine Tröpfchen, die sich dann mit hoher Geschwindigkeit verteilen. Die Stiefel müssen also in der Nähe einer Wunde gewesen sein, aus der mit hohem Druck Blut austritt. Bei einem Schuss ins Herz ist das zum Beispiel der Fall. Das Blutmuster auf den Stiefeln von Dr. Scheer beweist, dass er nur knapp 2 Meter von Martin Dillon entfernt steht, als der Schuss abgefeuert wird. Und Blutspritzer finden sich auch auf dem Baumstumpf neben Dillons Körper und seinem linken Schuh. Dillon könnte also in der Nähe des Baumstumpfes gehockt haben, als der Schuss ihn trifft, und nicht hinter einem Stachelschwein hergelaufen sein. Indizien, die neue Fragen aufwerfen im Todesfall Martin Dillon. Der Gerichtsmediziner Dr. Isidor Mahalakis wird gebeten, sich die Befunde im Fall Martin Dillon anzusehen. Er bemerkt eine weitere Unstimmigkeit auf den Tatortfotos. Die Hosenbeine von Martin Dillon sind hochgerutscht, sodass man die Strümpfe sieht. Also saß er oder hockte er? Denn warum sonst sollte sein Hosenaufschlag hochgerutscht sein? Dr. Mahalakis entdeckt auch, dass die Schusswunde leicht ausgerissen ist. Ein Anzeichen, dass die Schrotkörner sich gerade aus ihrem Paket lösen, als sie auf den Körper treffen. Aber eine auch nur leicht an den Rändern ausgerissene Wunde findet man nicht nach einem aufgesetzten Schuss. Als die Dillons von diesen Neuigkeiten erfahren, beantragen sie die Exhumierung des Körpers ihres Sohnes für eine zweite Obduktion. Diesmal vollzieht Dr. Mahalakis die Autopsie. Er entdeckt, dass die Wunde durch einen im 45-Grad-Winkel abwärts gerichteten Schuss erzeugt wurde. Der Schuss kam von rechts und ging durch Dillons Herz und durch seinen linken Lungenflügel. Der Schusskanal stimmt nicht mit der Aussage überein, dass er über die Waffe gefallen ist. Der Schusskanal hätte dann gerade oder aufwärts sein müssen. Er zeigt aber von rechts nach links unten. Wenn man eine Waffe abfeuert, werden nicht verbrannte und teilweise verbrannte Schießpulverteilchen aus dem Lauf in Richtung des Zieles geschleudert. Wäre die Mündung gegen Dillons Brust gedrückt worden, hätten sich Schmauchspuren auf seiner Kleidung, seiner Haut und auf der Wundfläche abgesetzt. Das war aber nicht der Fall.
Beim relativen Nahschuss hat man die Schmauchbestandteile auf der Oberfläche. Und je weiter ich weggehe, desto weiter sind diese Schmauchbestandteile auseinandergebreitet, bis sie nachher nicht mehr messbar nachweisbar sind und wir einen Fernschuss haben. Jetzt können auch die Behörden die Befunde nicht länger ignorieren. Martin Dillens Tod wird am 26. Juni 1995 offiziell zum Mord erklärt. Am nächsten Tag kehren Dr. Stephen Scheer und seine Frau Pat nach Pennsylvania zurück, um eine Pressekonferenz zu geben. Scheer beteuert weiter seine Unschuld. Er hält an der Aussage fest, Dillon sei beim Jagen nach einem Stachelschwein gefallen und habe sich selbst in die Brust geschossen. Als ich Marty Dillon zuletzt lebend sah, entfernte er sich von mir und ging bis zum Ende des Weges. Ich habe darauf gewartet, dass er zurückkommt oder mir sagt, was ich tun soll. Ich hörte ein Klicken und den Knall eines Schusses. Und ich glaube, ich rief noch aus Spaß, du kannst nicht einmal bei Helligkeit eine Scheune treffen. Aber keine Antwort. Nichts. Steven ist nicht in der Lage, so etwas zu tun. Ich kenne ihn. Ich lebe seit 17 Jahren mit ihm zusammen. Und er ist einfach nicht in der Lage dazu. Stimmt es, dass Sie beide eine Affäre hatten? Das stimmt absolut nicht. Die Staatsanwaltschaft behauptet nun, dass es Mord war. Sie hatten 19 Jahre, um das zu untersuchen. Sie hatten ihre Untersuchungsbeamten, die Polizei, ihre Autopsie und all das. Was kommt als nächstes? Wir werden sie herausfordern. Die Herausforderung wird angenommen. Dr. Stephen Scheer wird verhaftet und des Mordes an Martin Dillon angeklagt. Widerfährt Martin Dillon nach fast zwei Jahrzehnten doch noch Gerechtigkeit? 21 Jahre nach seinem Tod wird sein ehemaliger Freund Stephen Scheer wegen Mordes vor Gericht zur Rechenschaft gezogen. Laut Staatsanwaltschaft wusste Martin Dillon, dass Scheer eine Affäre mit seiner Frau hatte. Am Tag des Tontaubenschießens teilte er Scheer mit, dass Pat und er über die Affäre gesprochen hätten. Sie habe ihm zugesagt, die Affäre sofort zu beenden. Scheer hätte das niemals akzeptiert. Er war besessen. Und er sagte sich, so wird es auf keinen Fall laufen. Ich bekomme, was ich will, so oder so. Und du musst sterben. And you have to die. Nice shot, man. Nice shot. Nice shot. Yeah, still got it. Während Martin Dillon das Wurfgerät mit Tontauben bestückt, lädt Stephen Scheer seine Waffe mit Munition und nähert sich seinem Freund auf 1,5 Meter. Er feuert nur einen einzigen Schuss ab, mitten in Dillons Brust. Der Schuss dringt in einem 45-Grad-Winkel abwärts gerichtet, direkt in Dillons Herz. Die Gewalt des Treffers verursacht Blutspritzer, die mit hoher Geschwindigkeit auf Scheers Stiefel und den Baumstumpf in der Nähe von Dillons Körper auftreffen. Scheer nimmt Dillon Ohrschützer und Sonnenbrille ab und löst dessen Schnürsenkel, um vorzutäuschen, das Opfer sei gestolpert und hingefallen. Die Geschichte mit der Jagd nach dem Stachelschwein hat Scheer erfunden. Als Scheer mit dem Nachbarn zum Tatort zurückkehrt, nimmt er die Waffe und zerschmettert sie an einem Baum. Seine Wut ist nur vorgespielt. Als Scheer vor Gericht mit den Beweisen gegen ihn konfrontiert wird, ändert er seine 21 Jahre alte Geschichte. Er gibt zu, zur Zeit des Unfalls eine Affäre mit Dillons Frau gehabt und die Geschichte mit dem Stachelschwein frei erfunden zu haben. Dennoch bleibt er bei der Behauptung, Martin Dillons Tod sei ein Unfall gewesen. Scheer sagt nun aus, er und Martin hätten sich wegen der Affäre gestritten. Bei einer Rauferei habe sich aus Versehen der tödliche Schuss gelöst. Scheer sagt, niemand hätte ihm dies geglaubt. Deshalb habe er die Geschichte mit dem Stachelschwein erfunden. Doch auch diese neue Geschichte glaubt die Staatsanwaltschaft nicht.
Denn nach der Untersuchung der Schusswunde war klar, dass die Waffe zu weit weg von Martin Dillon war. Mit einem Kampf hätte sie nichts zu tun gehabt. Die Entfernung zwischen Mündung und Brust betrug 1,5 Meter. Dillon konnte nicht an die Waffe gelangen, geschweige denn sie festhalten und mit ihr kämpfen. Es sei denn, er hatte Arme wie ein Orang-Utan. Dillons Kopf ist voller Blut, seine Ohren aber nicht. Dafür aber die Ohrenschützer, die weiter weg vom Körper liegen. Was beweist, Dillon hat sie getragen, als er erschossen wurde. Und die Ermittler sehen auch keinen Sinn darin, schalldichte Ohrenschützer zu tragen, während man mit jemandem streitet. Der Winkel und die Richtung des Schusskanals, die hochgezogene Hose und die Größe und Verteilung der Blutspritzer, all das führt nur zu einer Schlussfolgerung. Dr. Stephen Scheer hat Martin Dillon ermordet, als dieser 1,5 Meter entfernt in der Nähe des Baumstumpfes kniet. Das Motiv? Stephen Scheer wollte Pat Dillon für sich allein. Martin Dillons Kinder, die Dr. Scheer aufgezogen hat, stehen während der Verhandlung fest zu ihrem Stiefvater und steuern sogar Geld aus der Lebensversicherung ihres toten Vaters zur Verteidigung bei. Aber die gerichtsmedizinischen Beweise sind schwerwiegend. Die Geschworenen verurteilen Dr. Stephen Scheer wegen Mordes zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Ich war erleichtert, dass dieser Fall endlich abgeschlossen war und die Dillons wieder ihren Frieden hatten. Genau das habe ich ihnen auch gewünscht. Ich war froh, dass ihnen diese Last, die sie all die Jahre mit sich rumgeschleppt hatten, genommen wurde. Der Urteilsspruch war ein lang erkämpfter Sieg für Martin Dillons Eltern. Larry, was haben Sie gedacht, als der Urteilsspruch gesprochen wurde? Haben Sie an Marty gedacht? Ja. Welche Gedanken hatten Sie? Nun, ich habe es nur für ihn getan. Haben Sie je geglaubt, dass dieser Tag kommen würde? Ich habe dafür gebetet. Doch nachdem Dr. Stephen Scheer 20 Monate seiner Haft abgesessen hat, widerruft das Bundesgericht in Pennsylvania das Urteil. Das Gericht begründete dies damit, dass eine Verurteilung nach 20 Jahren nicht zulässig sei und dass dieser Fall auf Voreingenommenheit basierte. Scheer sei kein fairer Prozess gemacht worden. Die Richter ordnen an, Scheer sofort aus der Haft zu entlassen, ohne einen neuen Prozess. Das Urteil ist bis heute gültig. Vancouver, Washington. Carolyn Killeby hat eine hitzige Auseinandersetzung mit ihrem Ehemann. Nach dem Streit geht sie allein in eine Bar. Seither hat man nichts mehr von ihr gehört. Aber etwas Speichel auf einem Briefumschlag und ein kleiner Blutfleck auf einer Armbanduhr helfen, das Geheimnis ihres Verschwindens zu lösen. Im Jahr 1990 heiraten Carolyn und Dan, beide zum zweiten Mal. Dan leitet ein Möbelgeschäft und Carolyn arbeitet als medizinisch-technische Assistentin beim Militär. Beide bringen jeweils eine Tochter aus erster Ehe mit in die neue Familie. Sie ziehen in dieses Haus in Vancouver. In der Nacht des 11. November 1995 haben Carolyn und Dan eine Auseinandersetzung. Sie hatte Streit mit ihrem Mann, weil er an diesem Abend nicht wie versprochen mit ihr ausgehen wollte, sondern mit seinem Bruder. Sie protestierte vehement dagegen. Ich weiß nicht, was dann noch passierte. Jedenfalls kam sie irgendwann bei Omas an und hat dort richtig viel getrunken. Eine Kellnerin sagt später aus, dass Carolyn allein war und getanzt hat. Sie war offensichtlich betrunken. Eine andere Aussage lautet, dass sie allein an einem Tisch saß und ihr Kopf auf den Tisch gesunken war. Sie sprach mit niemandem und war im Grunde ohnmächtig. Jedem in dieser Bar war klar, dass sie sehr betrunken war. Zwei
Zeugen sagen aus, dass Carolyn die Bar in dieser Nacht gegen 11 Uhr verlassen hat. Danach ist sie spurlos verschwunden. Am nächsten Morgen ruft Dan Killeby die Polizei an, um Carolyn vermisst zu melden. Familienmitglieder, Freunde und Freiwillige suchen die Umgebung ab. Ohne Erfolg. Ich wusste, dass sie nicht so ohne weiteres weggehen würde. Sie hätte uns nie verlassen. Carolyns Auto wird auf dem Parkplatz der Bar gefunden. Die Familie mietet Suchhunde. Sie folgen Carolyns Spur von der Bar bis nach Hause. Die Polizei schließt daraus, dass Carolyn nach Hause ging, bevor sie endgültig verschwunden ist. Aber in dieser Nacht ist niemand zu Hause. Dan und die beiden Mädchen verbringen Samstagnacht woanders. Die Polizei war aber nicht ganz sicher, ob Dan wirklich mit seinem Bruder unterwegs war. Ich denke, dass die beiden lange aus waren und auch richtig was getrunken haben. Doch die Polizei war sich nicht zu 100% sicher, ob es tatsächlich so gewesen ist. Zudem hat Carolyn eine Lebensversicherung über $230.000 abgeschlossen, die im Todesfalle ihren Mann begünstigt. Ich hielt die ganze Zeit zu Dan. Es stand außer Frage, dass er... Ich konnte mir einfach nicht vorstellen, dass er so etwas getan hätte. Dan Killeby streitet ab, etwas mit dem Verschwinden seiner Frau zu tun zu haben. Doch die Polizei findet heraus, dass es Eheprobleme gab. Sie führten keine perfekte Ehe. Es war klar, dass sie Schwierigkeiten hatten und es Spannungen gab. Zwei Stunden nachdem Carolyn die Bar verlassen hat, erhielt die Polizei zwei Anrufe. Man habe Hilfeschreie einer Frau gehört, etwa anderthalb Kilometer von Omas Bar entfernt. Die Polizei sucht die Gegend mit Nachtsichtgeräten ab, findet aber nichts. Ohne jeden Anhaltspunkt setzt die Familie eine Belohnung in Höhe von $10.000 aus, um etwas über Carolyns Verschwinden zu erfahren. Dann taucht unvermittelt ein neuer Zeuge auf. Ein Angestellter von Omas Bar erzählt, dass er Carolyn in der fraglichen Nacht mit Dan Killeby auf dem Parkplatz gesehen habe. Staatsanwalt David Seeley kennt die alte Weisheit, den Täter zunächst im Verwandtenkreis zu suchen. In einem vermissten Fall wie diesem richtet man seine Aufmerksamkeit erst einmal auf den Ehemann. Denn Verbrechen werden sehr häufig von Familienmitgliedern verübt. Im Haus der Killebys gibt es keinen Hinweis auf ein Gewaltverbrechen. Doch in Carolyns Schlafzimmer finden die Ermittler Vicodin, ein starkes Schmerzmittel. Meine Schwester war abhängig von Medikamenten. Ich habe sie damit konfrontiert und mit ihr gesprochen. Sie hat sich zu ihrem Problem bekannt und daran gearbeitet. Die ganze Familie hat sie dabei unterstützt. Meines Wissens gerät man in einen koma-ähnlichen Zustand, wenn man Vicodin mit Alkohol mixt. Und genau das ist Carolyn passiert. Zeugen sagen aus, dass Carolyn an ihrem Tisch ohnmächtig wurde und einer der Stammgäste, Dennis Smith, ihr zum Auto half. Doch die Aussage von Smith verwirrt die Polizei. Smith behauptet, Carolyn und er haben die Bar verlassen und in seinem Wagen Geschlechtsverkehr miteinander gehabt. Als er sie später zu ihrem Wagen brachte, sei ein Mann gekommen und habe auf ihn eingeschlagen. Der Mann beschimpfte Carolyn als Schlampe und zwang sie, mit ihm zu gehen. Als
Als man Smith eine Reihe von Fotos zeigt, identifiziert er Carolyns Ehemann als den Angreifer. Wütend streitet Dan Killeby alles ab. Er bietet der Polizei an, einen Lügendetektortest zu machen, den er auch besteht. Dan Killeby behauptet weiterhin, in dieser Nacht mit seinem Bruder in einer Bar gewesen zu sein. Einer der Barkeeper bestätigt dies. Die Ermittler beginnen, sich etwas genauer mit der Vergangenheit von Dennis Smith zu beschäftigen. Sie finden heraus, dass Smith bereits 1982 wegen Mordes an seiner Schwester Patricia Ann Johnson verurteilt wurde. Er saß 10 Jahre im Gefängnis und ist erst kürzlich auf Bewährung entlassen worden. Eine weitere Zeugin sagt aus, sie habe in der Nacht des Verschwindens von Carolyn Killeby Dreck am Wagen von Smith gesehen. Er kam an eine Shell-Tankstelle in Clark County mit seinem dreckigen Wagen. Er fragte die Kassiererin, eine Bekannte von ihm, ob er zu ihren Eltern fahren könnte, um dort sein Auto zu waschen. Die Kassiererin glaubt auch, verschmierte Blutflecken auf Smiths Hemd gesehen zu haben. Die Polizei beschlagnahmt Smiths Pickup-Truck. Es fällt auf, dass er von innen gereinigt worden ist. Es gibt weder Fingerabdrücke noch Haare oder Fasern, obwohl Smith behauptet, mit Carolyn im Wagen Geschlechtsverkehr gehabt zu haben. Dennoch finden die Beamten etwas Interessantes. Einen winzigen Blutfleck am Lenkrad des Wagens und Brandspuren. Smith behauptet, er habe das Sitzpolster versehentlich mit einem Zigarettenstummel entzündet. Ein Beamter beschlagnahmt zusätzlich noch Smiths Armbanduhr und hat Glück. Denn im Labor finden Wissenschaftler einen winzigen Blutfleck. Wenn man unerwartet noch kleine Blutspuren findet, dann kann man die natürlich auch zu einer kombinierten Untersuchung benutzen. Man schaut sich nicht nur die Form der Blutspur an und versucht eine räumliche Zuordnung zu treffen. Man kann sich auch fragen, von wem stammt das Blut? Einer der allerersten Fälle, die überhaupt jemals mit genetischen Fingerabdrücken in der Kriminalistik bearbeitet wurden, war so ein Fall. Da wurde ein winzig kleiner Blutstropfen auf der Uhr eines Nachbarn der getöteten Familie gefunden. Und Tests ergeben, auch in diesem Fall handelt es sich um menschliches Blut. Nur wessen Blut ist es? Carolyn Killeby ist spurlos verschwunden. Die Polizei findet lediglich einen winzigen Blutfleck auf der Armbanduhr des Mannes, der sie zuletzt gesehen hat. Nicht viel, aber heutzutage dennoch ausreichend. Dr. Carsten Hohoff ist Experte für DNA-Analysen im Rechtsmedizinischen Institut der Uni Münster. Chemisch gesehen besteht DNA aus 3 unterschiedlichen Bausteinen, einem Phosphorsäureabkömmling, einem Zucker und unterschiedlichen Nukleobasen. Andererseits kann man DNA als langen Molekülfaden auffassen, doppelsträngig und für den Menschen etwa 2 Meter lang. Kinder erhalten die Hälfte ihrer DNA von der Mutter, die andere Hälfte vom Vater. Die Wissenschaftler untersuchen die DNA von Carolyns Eltern und wollen so herausfinden, ob das Blut im Truck von der Vermissten stammt. Doch Carolyns Mutter liefert eine überraschende Neuigkeit. Der Mann, der Carolyn großzog und den sie als ihren Vater kennt, ist nicht ihr biologischer Vater. Eine Tatsache, die Carolyn selbst erst erfährt, als sie schon erwachsen ist. Carolyns biologischer Vater ist vor einigen Jahren gestorben. Das erschwert die Analyse des Blutfleckes zusätzlich. Wir hatten keine zuverlässige DNA, keine Haut- oder Blutprobe von ihr oder ihrem Körper, die wir mit dem Blutfleck vergleichen konnten. Wir hingen also in der Luft. Ohne Körper müssen die Wissenschaftler den Fall nun anders angehen. Als Dennis Smith erfährt, dass er wegen Carolyns Verschwinden verdächtigt wird, flüchtet er. Es wird eine landesweite Großfahndung nach ihm eingeleitet. Wir wussten nicht, mit wem sie weggegangen war. Womöglich war sie wütend und in einem Hotel. Dann erfuhren wir, dass sie mit diesem Dennis gesehen wurde. Was hatte das zu bedeuten? Und wir haben erfahren, dass er ein Mörder ist, der auf Bewährung entlassen wurde. Das nahm uns etwas von unserer Hoffnung. Während das FBI Smith sucht, analysieren die Wissenschaftler seinen Wagen. Brandexperten finden Kohlenwasserstoffe auf den Polstern des Trucks. Kohlenwasserstoffe findet man, wenn zum Entzünden eines Feuers brennbare Flüssigkeiten benutzt werden. Das Feuer wurde also absichtlich gelegt. Und der
Schaden ist einfach zu groß, sodass Smiths Geschichte nicht zu den Ergebnissen der Ermittler passt. Wir nahmen einen ähnlichen Autositz und versuchten, das Feuer auf drei oder vier verschiedene Weisen nachzustellen. Bei keinem Versuch hatten wir annähernd den Schaden wie in seinem Wagen. Durch ein chemisches Testverfahren entdecken die Ermittler einen winzigen Blutfleck in einem Riss im Lenkrad. Und auf Dennis Smiths Armbanduhr finden sie sogar einen weiteren Blutfleck. Aber ohne Carolyns Körper fehlt den Wissenschaftlern eine DNA-Probe zum Vergleich. Also suchen die Ermittler nach einer DNA-Probe von Carolyn und finden sie schließlich in Alaska. 10 Jahre zuvor hatte Carolyn einer Freundin in Alaska einen Brief geschickt. Sie hat ihn bis heute aufbewahrt. Auf dem Umschlag und auf den Briefmarken befindet sich Carolyns Speichel, der auch nach 10 Jahren immer noch eine wertvolle DNA-Quelle ist. Allerdings sind die Proben für einen gewöhnlichen DNA-Test aus dem Zellkern unbrauchbar. Daher wenden die Wissenschaftler den sogenannten Mitochondrien-DNA-Test an. Mitochondrien sind länger haltbar und beherbergen DNA, die aber anders vererbt wird. Ein neugeborener Mensch ererbt von seiner Mutter einen halben Chromosomensatz und von seinem Vater die andere Hälfte des Chromosomensatzes, während er die mitochondriale DNA komplett von seiner Mutter ererbt. Normalerweise wird bei DNA-Tests der Zellkern untersucht. Außerhalb dieses Kerns gibt es noch die Mitochondrien, die ebenfalls DNA enthalten. Deren Informationen sind aber weniger reichhaltig. Mithilfe der mitochondrialen DNA ist auch eine Rekonstruktion einer DNA möglich. Wir können beispielsweise die mitochondriale DNA der Tochter einer vermissten Person untersuchen und die DNA der Mutter dieser vermissten Person und können so rückschließen auf die mitochondriale DNA der vermissten Frau. Die DNA des Speichels auf Brief und Briefmarken stimmt mit der DNA des Blutes, das in Smiths Truck gefunden wird, überein. Mithilfe von DNA-Proben von Carolyn Killebys Mutter und Tochter kommen die Ermittler zu dem Schluss, dass die mitochondriale DNA aus Dennis Smiths Truck von Carolyn Killeby stammt. Ein DNA-Profil mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 200.000. Da ihr Körper nicht gefunden wurde, war es sehr wichtig, sie und Smith irgendwie in Verbindung zu bringen. Und da war der Blutfleck auf der Armbanduhr natürlich ein sehr wirkungsvolles Beweisstück. Genau ein Jahr nach Carolyns Verschwinden versammeln sich Freunde und Verwandte zu einer Mahnwache vor Omas Bar, der Ort, an dem sie zuletzt gesehen wurde. Ich freue mich, dass sie gekommen sind, um ihre Anteilnahme zu zeigen. Dennis Smith ist seit über einem Jahr auf der Flucht. Die Fernsehshow Unsolved Mysteries, ungelöste Geheimnisse, berichtet über den Fall mit der Bitte an die Zuschauer, Hinweise auf Smith zu geben. 4 Tage später erhält die Polizei einen anonymen Hinweis auf seinen Aufenthaltsort. Er lebt in Florida, wo die Polizei nun nach ihm fahndet. Während der Suche nach einem gestohlenen Wagen hält die Polizei einen Truck an. Der Fahrer ist Dennis Smith. Smith versucht zu fliehen. Es gibt einen Kampf, bei dem Smith angeschossen wird. Ich wollte, dass er viele Qualen erleidet. Ich wollte ihn verletzt sehen. Aber ich wollte nicht, dass er stirbt. So sehr ich ihn auch hasse und ihm keinen Platz in dieser Welt gönne, sterben durfte er nicht. Denn sonst hätten wir keine Hoffnung mehr gehabt, meine Mutter zu finden. Und außerdem sollte er im Gefängnis leiden. Smith überlebt und wird zurück nach Washington gebracht. Und obwohl die Polizei den Körper von Carolyn Killeby immer noch nicht gefunden hat, wird Smith wegen Entführung, Vergewaltigung und Mord vor Gericht gestellt. Smith bekennt sich nicht schuldig und bleibt bei seiner Aussage, dass er von Carolyns Mann auf dem Parkplatz der Bar angegriffen wurde und Carolyn dann mit ihrem Mann wegging. Die Verteidigung erinnert die Geschworenen daran, dass Smith Dan Killeby auf dem Foto identifiziert hatte.
Die Staatsanwälte halten dagegen, dass Smith Dan Killeby wahrscheinlich aus der Fernsehberichterstattung über den Fall kannte. Und es erstaunt mich, wenn ich im Fernsehen bei Gerichtssendungen, real oder nicht real, sehe, wie die Verteidigung versucht, aus Opfern Täter zu machen. Obwohl sie nichts gemacht haben, bekommen sie eine Strafe, die sie nicht verdienen. Die Staatsanwälte glauben, dass Carolyn Killeby in Omas Bar sehr betrunken war und Smith ihr angeboten hat, sie nach Hause zu fahren. Irgendwo auf dem Weg hat er sie dann im Fahrerhaus seines Trucks vergewaltigt und ermordet. Ihr Blut spritzt auf das Lenkrad, auf Smiths Uhr und wahrscheinlich auf die Sitzpolster. Die Staatsanwälte glauben, dass Smith Carolyns Körper irgendwo in der Nähe von Large Mountain begraben hat. Einige Stunden später bemerkt die Kassiererin in der Tankstelle einen Blutfleck auf Smiths Hemd und den Dreck an seinem Wagen. Smith versucht, das Blut in seinem Wagen mit Reinigungsmitteln zu entfernen. Als er das Blut nicht ganz aus den Polstern herausbekommt, zündet er sie an. Doch er übersieht die winzigen Blutflecken auf seiner Armbanduhr und auf dem Lenkrad, die beweisen, dass Carolyn Killeby in seinem Truck war. Zufällig waren einige von seinen bekannten Krankenschwestern. Er fragte sie über DNA aus und wie man sie beseitigen kann. Er erzählte, dass er verschiedene Reinigungsmittel in seinem Wagen benutzt hatte und wollte wissen, ob sich DNA damit beseitigen lässt. Die Krankenschwestern glaubten nicht, dass das funktioniert. Die Staatsanwälte finden des Weiteren heraus, dass Smith während seiner ersten Haftstrafe im Gefängnis seinem Zellennachbarn erzählt hat, wie er beim nächsten Mord davonkommen werde. Smith erzählte einem Insassen, dass er sein nächstes Opfer in einem Loch vergraben würde. Danach würde er einen Baum darauf pflanzen. So würde niemand vermuten, dass darunter ein Körper liegt. Und wo immer sie auch ist, es wird dunkel und kalt sein. Und wir können sie nicht besuchen. Außerdem erzählte er dem Mithäftling, dass er die restlichen Beweise verbrennen würde. Der einzige gerichtsmedizinische Beweis in diesem Fall ist die Mitochondrien-DNA aus den zwei Blutflecken. Dennis Smith wird des Mordes schuldig gesprochen und zu lebenslanger Gefängnisstrafe ohne Bewährung verurteilt. Nach seiner Verurteilung bietet Dennis Smith einen Handel an. Für ein Fastfood-Essen und $10.000 in bar würde er die Stelle verraten, an der sich Carolyns Körper befindet. Er weiß natürlich, wo der Körper ist. Jetzt versucht er, etwas dafür zu bekommen, wenn er verrät, wo Carolyn ist, damit die Familie ihren Frieden machen kann. Das ist doch wirklich krank. Er wird auf keinen Fall Geld bekommen. Er hat im Gefängnis mehr als wir. Er hat gebührenfreies Kabelfernsehen, während ich für meinen Anschluss bezahlen muss und mir Filme ausleihen muss. Und dann will er noch zusätzlich Geld. Ich würde ihm nicht einen Cent geben, nicht einen Penny. Die Killebys werden den Körper von Carolyn wahrscheinlich nie beerdigen können. Dennoch gibt es eine Grabstelle mit einem Stein. Es vergeht kein Tag, an dem Carolyns Tochter Gina nicht an ihre Mutter denkt. Sie hat jetzt eine wunderschöne Enkelin, die sie niemals sehen wird, der sie niemals Großmutter sein kann. Aber ihre Enkelin wird erfahren, wer sie war. Sie wird immer ein Teil unserer Familie sein. Und wir werden sie immer lieben. Und wir vermissen sie wirklich sehr.